Liebe Freunde, herzlich willkommen. Nächste Konversation startet an und zwar mit dem Stefan Seiler. Du bist schon zweimal bei mir ist das richtig? Mhm, das stimmt. Beim ersten Mal hat zu viel unterbrochen. Beim zweiten Mal hat es keine Reklamationen mitgegeben. Ich habe mir Mühe gegeben, mich zurückzuhalten, weil du bist so ein spannender Mensch und so also viel Spannendes zu erzählen hat. Was sicher ganz spannend ist, du bist ja Polizist und hast eine rechtzeitige Kurve gekriegt, mhm. <laughs> vor Corona auf jeden Fall. Du äh, bist jetzt journalistisch unterwegs. bist mit äh, wie, wie das? Orwell News. Orwell News, ja. Genau, mit denen war ja. unterwegs gewesen, noch bevor ich richtig angefangen habe. 19 schon. Genau. Und äh, hast dort schon vieles erkannt. Du hast das erste Interim mit Heinz Rasch eingeführt. Mhm. Du bist dann auch das Urgestein des Widerstands. Und du bist da gekommen, zu einem ganz konkreten Zweck. Ja, genau. Und der Zweck ist äh, der Widerstand. Wie kann Widerstand gelingen? Ähm, wenn man etwas machen will, dann ist es meistens am besten, wenn man in die Vergangenheit schaut. Also wenn man schaut, was in der Vergangenheit funktioniert. Und funktioniert hat, das äh, zeigt äh, der Widerstand von Mahatma Gandhi, wo sich gegen die Engländer äh, gewährt hat, in Indien Mit passivem Widerstand hat er es fertiggebracht, ganz Indien von den Engländern zu befreien. Und dieser passive Widerstand, der braucht es jetzt in diesem Land, dringend. Ich habe gehört, ich habe auch nachgelesen, ich habe mir genommen, wie das in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich habe herausgefunden, sowohl beim Gandhi wie auch beim Martin Luther King, wie auch beim Nelson Mandela, sind zwar, Nelson Mandela war am Anfang ich, nicht auf Frieden unterwegs friedlich unterwegs, aber bei denen, die vordergründig friedlich unterwegs waren, die haben immer mehr oder weniger stark auch toleriert. Dass im Hintergrund Sachen passieren, die weniger friedlich sind, insbesondere Martin Luther King. Mhm. Der zum Teil bewusst also Situationen entstanden, die in Gewalt ausgeartet sind. Mhm. Und ich habe auch gehört, beim, äh, beim, beim Gandhi, dass er äh, so gewesen. wie bewusst, das weiß ich nicht, ich habe noch kein Surtel anmessen, aber dass er, dass er allein mit passivem Widerstand die Engländer versucht hat, das stimmt so vielleicht nicht uneingeschränkt. Okay, ja, das ist möglich. Ich bin natürlich so tief jetzt auch nicht in die Historien hineingegangen. Aber äh, bekannt ist ja die Geschichte von diesen Indern, also von seinen Anhängern quasi, die sich erschossen haben. Das war ja eine ganze Gruppe, gewesen, äh, eine Reihe von, von Indern, wo einfach hier sind und sich nicht abhalten lassen lassen von den bewaffneten Soldaten von England. Und die sind ja erschossen worden. Und das ist dann auch der Regierung hier von England. Und das war dann schlussendlich der Grund, gewesen, warum es aufgehört hat. Also ratest du den Mitgliedern der Bewegung, dass sie sich selbst verschüssen lassen, damit man bald wieder Ruhe hat? Nein, nein, <laughs> natürlich nicht. So wie sind ja auch zum Glück noch nicht, oder? Aber was ich damit sagen möchte, also ich stelle fest, dass die Widerstandsbewegung im Moment sehr zerstritten ist. Also sehr viel, äh, es gibt sehr viele Leute, finde ich, wo ähm, so persönliche... Äh, ja wo, wo sich einfach wollen aus Ego gründen glaube also sie haben irgendwie so einen, einen gewissen Geltungsdrang ein Geltungsdrang ist Neurose und äh, das kann nicht das Ziel sein das mhm. Ziel müsste eigentlich sein dass alle am gleichen Strick ziehen und die gleiche Sache verfolgen und auch kompromissfähig sind mhm. also man muss halt kompromissfähig sein es braucht irgendwo äh, eine Art immer eine Leitung oder Leitfigur die, die, die Kristallisiert sich in so einer Bewegung halt einfach immer raus. Und wenn man die nicht akzeptieren kann oder wenn man, wenn man einfach, äh, ja, einfach, einfach sein Ego will, äh, will, äh, vor allem in den Vordergrund stellen will, dann ist man meiner Meinung nach bei, den, bei einer Bürgerrechtsbewegung irgendwie ein am falschen Ort. Ich merke, ich ein Freund noch den Ruf gehabt, dass ich immer das letzte Wort haben Und wenn jemand mich jemand unterbrochen hat und gesagt hat, willst immer das letzte Wort haben, dann habe ich gesagt, habe, die Tatsache, dass dich das stört, beleidigt ja, dass du das letzte Wort hast und eigentlich im gleichen Spital krank bist wie ich. Und das fällt mir auch ein bisschen auf bei der Bewegung. Bei den Leuten, die andere kritisieren, da kommt man vor, sie kritisieren, dass gewisse Leute zu sehr im Mittelpunkt stehen. Und man hat den Verdacht, dass er selber ein mehr würde im Mittelpunkt stehen würde. Mhm. Ob das so ist, ist ein unfair, das also von der Ferne aus zu diagnostizieren. Mhm. Aber die Tendenz, die, die stelle ich auch fest. Mhm. Ja. Mhm. Und du hast den gleichen Strick ziehen, nicht den gleichen Stricker ziehen, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, ja. genau <lacht> das. <lacht> Und das heisst, wie machen wir das? Ich habe also jetzt eigentlich weitgehend versucht, die, die, die sich widersprechenden Strömungen oder die, die einzelnen Stellungnahmen gegeneinander mir einfach zu ignorieren. Mhm. Äh, denkst du, wir sind an einem Punkt, wo man das nicht mehr kann ignorieren kann? Mal, ich finde Ignorieren gut, weil wenn man es ignoriert und nicht an die große Glocke hängt, also wenn es nicht zu einem Medienskandal wird, dann finde ich das sehr, sehr äh, positiv. Weil dann nimmt man eigentlich dieser Dissonanz, sage ich jetzt mal, kann man den Wind zu den Segel rausnehmen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Mhm. Also es ist nicht so, dass mich das jetzt äh, massiv stört, das ist eigentlich normal, oder? wenn so viele Gruppen so viele äh, Persönlichkeiten zusammentreffen und etwas gemeinsam machen wollen. Aber es geht doch irgendwie so. Es, es geht um Geld. Es geht um Geld ja auch oft leider. Es geht eben auch um irgendwie ähm, ja einfach um persönliche Anliegen, wo, wo man einfach nicht kompromissfähig ist. Und äh, das finde ich ein bisschen schwierig. Und aber das ist halt so, wenn Menschen zusammenleben, oder? Aber das wird sich wahrscheinlich in in Zukunft wird sich das wahrscheinlich dann ähm, irgendwann normalisieren, hoffe ich vielleicht ist ja der ganze Widerstreit, der innerhalb der Bewegung herrscht, auch einfach die, äh, die Kehrseite von einer wunderschönen Medaille und da heißt, wir sind gewachsen wie wahnsinnig. Da haben wir Leute, die von Anfang an dabei sind, die es dann für die unfair finden, dass obwohl sie die waren, sind, was von den Plätzen sind dass die sind, die das 50 auf den Platz waren, sind, äh, jetzt plötzlich weniger Aufmerksamkeit haben als Leute, die relativ neu dazustoßen. Aber das sind eigentlich alles so persönliche Sachen, die nicht so durften, wichtig sind, aber eigentlich, genau, oder? Ja, richtig, Solange jemand nicht bewusst der Bewegung schadet. Genau. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, Exponenten zu finden, wo man kann sagen kann, sie tun jetzt vielleicht unbewusst oder unabsichtlich der Bewegung schaden. Aber den Schaden wollen, kann ich bei niemandem feststellen. Nein, ich auch nicht, überhaupt nicht. Nein, nein, das, das sehe ich auch so. Bewusst schaden tut sicher niemand. Aber mit dem, dass eben jemand irgendwie vergisst, dass es da um die Sache geht, dass es um die Befreiung von unserem Volk mhm. geht und nicht um persönliche Anliegen oder persönliche Präferenzen. Oder äh, was habe ich jetzt, äh, komme ich jetzt gut drüber und, äh, und ich, ich bin der Erste, war, nein, ich war der Erste, war, ich habe das zuerst gesagt, nein, ich, also so Sachen, einfach, ich finde das schwierig, oder? Also, mhm. aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, also nachvollziehen, ja, ja, ich kann es verstehen. Ich finde ein gutes Beispiel ist ja da, was gestern passiert ist in einem Schlumpfhausen. Ich darf das Wort jetzt mal vermieden, weil sofort dann, ja, bei YouTube registriert wird. Aber wir haben ja jetzt in Zürich am Bahnhof Schlumpfhausen eingerichtet und das äh, hat ja große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es hat mehr Medien schaffen, dort als Schlumpfwillige und äh, ist sicher so, ich also habe die Viertel gesehen, ich wirklich verschiedene rumme und ich weiß nicht genau, wie viele Leute das vom Widerstand dort angegangen sind. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe nach einen Kommentar gelesen, beim Blick. Das ist immer ein Fehler, Kommentar zu lesen. haben wir doch Wunder genommen. Weil dort natürlich sehr unschöne Sachen passiert sind. Dort sind die Leute auch weggebreitet worden. Dort sind Leute festgesetzt worden. Unter anderem Niklas Rimoldi und äh, mhm. noch andere Leute. Heute Abend ich noch Gäste über, die dort waren. Ein Teil von denen sind abgeführt worden. Ein Teil mhm. ist ins Gefängnis. Gefängniszellen reingekommen und äh, andere sind rechtzeitig wieder verschwunden. Aber sie alle kommen hierher und reden über das. Und bei den Kommentaren habe ich sagen ich bin nicht ganz sicher, ob das, ob der Schuss nicht in Offen gegangen ist. Also glaub, glaub. Das Schlumpfdorf bringt sowieso nichts, mhm. das ist klar. Aber unser Widerstand, ich bin nicht mehr sicher, oder nicht sicher, dass das eine schlaue Idee ist, beim Schlumpfdorf zu um Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit. zu erregen. D denkst du, dass die Kommentare nicht gesteuert sind? Mmh, ne, also Erstmal man wir das können, können melden und sie wird sicher zensuriert. Ja. Aber es fällt mir schon auf, dass dort gewisse, gewisse Kommentare äh, sehr auf unserer Seite sind. Also wenn sie bei Pandemie-Massnahmen kritisiert werden, haben wir sehr viel Zustimmung. Mhm. Aber sobald es um mich geht, um Rimoldi geht oder um so Impf Impfdorf, bei mir ist es wirklich ganz extrem. Also, da hat man etwa 90% negative Kommentare. Mhm. Bei Rimoldi sind es etwa, 80% und bei mir sind es etwa 70%, mhm. wo negativ sind, oder? Und die Frage ist einfach, ich meine, mit dem kann man gut leben. Und mir ist es auch gleich, wenn ich mein. Ich glaube man kann auch mit der Minderheitenmeinung dazu beitragen, dass ein Widerstand Erfolg hat. Aber jetzt bei dieser Geschichte, bei dem Schlumpfdorf, bin ich nicht sicher, weil einfach wirklich gesagt habe, mit einem durchaus guten Argument, äh, es mag nicht freiwillig sein, den Sinn, dass jeder dass dass dahin dahi stürmt, aber letztendlich ist ja dann niemand dahin zerrt. Mhm. Also wenn jemand möchte, sich am Hauptbahnhof schlüpfen ja. ist das sein gutes Recht. Und das Problem ist mit den Bildern der Polizei, die auf dem Strand Weg was absolut wahrscheinlich rechtswidrig ist, wobei die SBB ist ja, glaube ich, privat eigen. Ich weiß nicht, ja, es nicht genau. Ja, ja, das ist privat, genau. Also ein also, äh, Bundesgebiet Gebiet eigentlich, SBB. Oder? Genau, aber wenn das jetzt eben passiert, dann gibt es auf die sehr unschönen Bilder, ja. wo es aussieht, dass Milita ob also militante Impfgegner ja. probieren, jetzt haben sie es doch gesagt ein paar Mal, äh, probieren, die Leute äh, quasi körperlich fast daran zu hindern, mhm. etwas für ihre Gesundheit zu tun. Mhm. Ja, das finde ich falsch. Also finde ich jetzt persönlich überhaupt nicht gut, äh, wenn man die auch demonstrieren demonstrieren vor einem Impfzentrum, weil die Leute, wo die sich wollen, impfen lassen, wo das notwendig findet, die sollen doch das machen. Ist, oder? Das, auch ist meine Meinung, ja. das ist genau dasselbe, wie wenn jetzt zum Beispiel die Geimpften äh, würdet Restaurant, das macht der Polizei nicht die Geimpften. Wenn die Geimpften irgendwie das Restaurant besetzen, oder wo äh, auf die Zertifikatspflicht äh, nicht so die äh, ja, die Zertifikatspflicht nicht so einhalten. Oder, oder wenn, wenn jetzt die Geimpften würden unsere Demonstrationen stören würden. Das machen sie auch ja nicht. Also das finde ich äh, gar nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wenn zum Beispiel Restaurants sich so hervortun und Werbung dafür machen, dass sie Zertifikatspflicht nicht umsetzen. Und das führt ja genau dazu, dass sie nachher in den Medien zerrissen werden. Und das führt auch dazu, dass dann die Polizei durch die Medien und nachher durch den Druck der Regierung Genötigt ist, fast, dort nachher äh, zu, zu, zu machen. Dort bin ich weniger sicher bei Restaurant, Restaurants. Bei den Restaurants Weil bei dem Restaurant mag es auch die unschönen Bilder geben, Schultern ausgehauen werden usw. So Aber ich sehe doch auch, dass für den Leuten aufmerksam darauf werden, dass die das Leute wirklich massiv gegen die Massnahmen sind. Das ist ein Unterschied, oder? ob man selber dagegen ist, dass man selber mal Leute diskriminieren oder ob man an ein Impfzentrum geht, um die Leute davon abzuhalten, sich impfen zu lassen. Mhm. Aber, mm -hmm. ja also ich denke auch mm -hmm. grundsätzlich wäre es auch okay ich meine, wenn Christen meinen sie müssen vor einem Merlin Manson konzert stehen oder vor einem Bordell stehen äh, ist das ja auch okay Die Frage mm -hmm. ist nur mal was, was ist das Resultat davon und das genau. Resultat ist ja bei uns äh, so gegen uns also die Medien schreiben so gegen uns wenn Eben, wir jetzt die Klimabewegung sind ich finde mit dem geben wir ja den Medien noch mehr Nahrung, oder wir geben noch mehr Energie mm -hmm. damit die Medien noch mehr können schiessen gegen uns also mm -hmm. Mainstream was sie ja machen, also ist, mhm. der Blick ist ja ein Paradebeispiel. Äh, echte Diskriminierung, oder? wir sind alles äh, äh, Neonazis und wir sind äh, gefährlich und so weiter. Und mit dem, dass man solche Aktionen macht, gibt man denen ja noch mehr Energie und noch mehr Bilder vor allem, muss noch dann gegen uns verwenden können. Mhm. Das sehen ich überhaupt nicht. Genau, eben wenn, man, wenn man blöd sagt, jetzt für den Klimaschutz sind oder für Black Lives Matter oder so, dann, dann können wir aber sperren, wahrscheinlich Straßen sperren. Das wird dann immer noch äh, relativ neutral berichtet mm. darüber, oder sogar also positiv, dass mm. da Leute viel Courage haben. Wenn wir würden die Straße sperren würden, dann ja. wären wir geschuldet, dass Pendler zu spät zum Schaffen kommen genau. und so weiter. Was ja bei anderen auch der Fall ist. Aber darum muss man vielleicht schon ein aufpassen, wenn man so gegen, gegen den Strom schwimmen muss, wie wir das tun, gegen den Medienstrom, dann müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die Bilder nicht generieren. He? Genau. Was, ja. was erachtest du denn als, als Zielführender? Ja, zielführender ist aber der zivile Widerstand. Also der Aufruf vor allem zum zivilen Widerstand. Äh, wie funktioniert das? Das ist für jeden anders, oder? Zivile Widerstand heißt, ich mache etwas nicht mit. Ich sage zu etwas Nein. Zum Beispiel gehe ich nie mit Masken go posten. Also ich lege nie Masken an, gar nie. Außer im Spital, weil ich Angst vor den Spitalköfern. Nur aus dem Grund lege ich sie dort an. Aber wenn ich go posten, in die Drogerie in die Apotheke lege ich nie Masken an und habe auch nie negative... Ich habe wirklich keine negativen äh, Berichte. Also keine negativen... Ähm, äh, äh, Erfahrungen. Ja, ja, genau, Erfahrungen mit anderen, mit anderen Leuten. Also ich bin nie irgendwie aggressiv angegangen worden. Mhm. Ganz am Anfang schon, im 20. im März, März, April schon. Aber nachher nie mehr. Und das kann jeder. Also dort fängt es irgendwie an. Wenn ich jetzt aber... In meinem Dorf, wo ich wohne, wenn ich dort im Migro gehe, haben einfach alle Masken genommen. Ich bin immer der, ja, praktisch immer der Einzige ohne Maske. Ich glaube im März, du ja Jahr später, im März 20, habe ich noch keine Maskenpflicht gegeben. ist erst im Sommer. Oder, oder, oder im Mai Frühling. oder im Sommer. Ja, aber ich kann mich auch erinnern, wir ja. Anfang gab es noch eher, okay, später einen Ärger. Genau. Ja. Oder und jetzt, nach anderthalb Jahren, bald zwei Jahren, äh, haben die Leute immer noch eine Maske genommen. Sie wissen immer noch nicht warum, ähm, obwohl im k typ ja ein Analysebericht ist. Wie, wie blöd, dass die FFP2-Masken sind, also wie viel Schadstoff da drin sind. Oh, und genau. Das ist Verschwörungstheorie. Ah ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah ja, genau. Ja, ja. das ist Verschwörungstheorie. Also Masken, ja, genau. man kann ah, ja, nein, sein, die eigentlich sehen, was drin die ist. Ja, genau. Also stellen. Bundesrat, der Bundesrat weiter. hat ja gesagt, ist sogar gut. Genau. Und die WHO und die YouTube. Ja, genau. Ja. Ja. Und YouTube auch noch, genau. genau. Ja. Aber bleiben wir beim Thema. Ja. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Hat. Also, also wichtig ist, finde ich, dass sie viele Ungehorsam oder Widerstand. Ungehorsam klingt das auch wirklich. die Leute sind nicht gehorsam, oder? die müssen gehorsam sein, das haben wir ja gelernt in der Schule von Eltern. Nein, ziviler Widerstand heisst, nein sagen, nicht mitmachen, aber keine Masken anlegen beim Posten, passiert auch gar nichts, ich kann es also sagen. Aber das braucht natürlich die entsprechende Haltung. Wenn ich mir nicht sicher bin, strahle ich das auch aus. Und das ist auch, Gut, eine, auch. Eigene lernen, eine eigene Lern-Anforderung, mhm. um das zu lernen, um lernen, für sich herzustellen, für seine Meinung Und dass müssen viel mehr Menschen das machen im Alltag Nicht nur reden davon nicht nur auf Telegram schreiben, wie schlimm alles ist, das wissen wir mittlerweile, wie schlimm alles ist, sondern das wirklich im Alltag umsetzen. Mhm. Oder zum Beispiel auch oder die Restaurantbetreiber. Wenn 70 in einer Region von allen Gastronomen, Zertifikatspflicht nicht mehr kontrolliert. Und das äh, kann man von Ihnen ja nicht verlangen, es sind ja keine Polizisten. Wenn das 70 machen würden in einer Region, hat in der Staat keine Chance. Genau, die grosse Konjunktiv, die zur Befreiung wir, äh, wir führen würde. Ja. Genau, also ziviler Widerstand heisst Nein sagen. Äh, du warst ja selber Polizist. Wer ist denn, wenn die Polizei kommt? Dann sagen sie zum Beispiel, sie dürfen nicht filmen und sie dürfen äh, das nicht aufnehmen hm. und so, ich das nicht will, ist das richtig? Nein. Ich mache dann einmal Videos, glaube ich, äh, zu dem Thema, was überhaupt die Polizei und was nicht. Polizei an gewissen Orten ist Polizei wirklich noch Polizei, also sie behaupten nicht etwas, nicht stimmt. Jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Unterbach, da wollte ich aber nicht näher reingehen wegen, wegen der Strategie. Laufender Fall. Ja. Laufender Fall. Aber dort zum Beispiel. Ähm, ist auch mal gesagt worden zuerst, oder? man darf Polizisten nicht filmen. Das stimmt nicht. Selbstverständlich. Da gibt äh, es übrigens auch ein Bundesgerichtsentscheid. Weil Polizisten stehen ja mit ihrer Tätigkeit als öffentliche Person immer in einem öffentlichen Interesse. Darf man es auch publizieren Schurz, darf man es nur filmen? Ähm, publizieren, wenn man sie erkennt, sollte man nicht. Vor allem nicht in einem laufenden Verfahren. Das mhm. sollte man nicht machen. Ähm, dass sie aber ja Masken an haben, könnte man sie ja gar nicht. Mhm. Also, das sehen da, sie wieder Masken. anders aus. Darum haben sie wahrscheinlich Masken an. Unter Umständen, oder? Mhm. Äh, kaum sind sie zusammen, also kaum ist die Aktion vorbei und sie ziehen sich zurück, dann ziehen sie ihre Masken ab. Das habe ich selber beobachtet. Also man mhm. sieht schon dort, es geht gar nicht um Gesundheit, mhm. sondern es geht einfach um repressive Massnahmen gegen die Bevölkerung. Mhm. Also filmen dürfen wir, mir ist auch aufgefallen, also mir, ja. mir haben jetzt alles mögliche angerufen, aber sie haben mir nicht das Handy aus der Hand ausgenommen. Sie haben nicht selber das Video abgeschaltet. sie ja. sagen einfach, ich muss das machen. Ja. Und ich hatte am Anfang das mal noch gemacht, gehabt. nachher dann nicht mehr. Man äh, darf also filmen, wenn man es will publizieren ist es besser, wenn man tut nur den Körper und nicht das Gesicht. Dann ist es einfacher, genau. zu publizieren. Wichtig ist ja das Gespräch, das ist das Wichtigste N eigentlich, dass das Gespräch dass drauf, der Ton ist. drauf ist, dass ja. der Ton drauf ist. Ja. Ja. Genau. Ja. Und ja, mhm. Gibt's andere Strategien. Also, also ziviler Widerstand heißt auch immer friedlicher Widerstand, nehme ich an. Ja, genau. Ja. Friedlicher Widerstand, oder? Es gibt Polizisten, die kommen, fahren die, wohl, Kantonspolizei, mein Name ist Meier. Meistens kommen sie zu 10., zum 6. wegen Übertretungen, oder sehr verhältnismäßig, natürlich nicht. Mhm. Ähm, das wird aber gemacht, oder? Aber wie im Wallis 50, oder 50 Beamte, das ist ja unglaublich. Mhm. Und, äh, das Wichtige ist, dass man, sich, dass man lernt, sich nicht einschüchtern von diesen Polizisten. Sie schaffen ja auch mit der Angst. Sie arbeiten mit der Angst, mit der Autorität. Sie können äh, behaupten, äh, es gibt die Zertifikatspflicht, es sei ein Gesetz. Behaupten. Das ist ja kein Gesetz, sondern nur eine Verordnung. Die gesetzliche Grundlage fehlt ja. Das wissen wir. Ja, nützt halt leider nicht, wenn die Richter nicht entsprechend ein Urteil Noch nicht, ja, es gibt ja noch kein Urteil. Oder? Es endgültiges. So der Zertifikatspflicht nicht. Ja, zu der Maske dort den Masken schon, das ist ja Radfahrt. die gesetzliche Grundlage gleich schwank. Richtig, ja, bei den Masken auch. Das ist ja so. Oder wenn wir natürlich justiziell jetzt, also wenn wir äh, über die Judikative keinen Schutz bekommen, bis vor Bundesgericht das gibt es geht ja Bundesgerichtsentscheid. die gegen, gegen uns sind. Mehrere. Und dort muss man sich halt dann sich überlegen, ja, wenn wir durch gar niemanden geschützt sind, also müssen wir uns selber schützen. Wie macht man das? Und da sind wir jetzt zum Beispiel mit Graswurzeln, das ist eine Bewegung, die jetzt eine Parallelgesellschaft aufbaut. Und die ist offenbar notwendig. Und mit einer Parallelgesellschaft können wir uns nachher rausnehmen aus dieser Repressoria und können uns selber unterstützen. Das spitzt wirklich mit glaube ich. Genau. Oder? Ja, sie ist die Initiantin. Ja. ja. Genau. Und ja. Die Parallelgesellschaft ist ein langfristige äh, notwendiges Übel, würde ich sagen. Ja. Schöner wäre, wir würde das politisch kippen oder? Ja. Glaubst du, dass das möglich ist? Ja, ich habe den Optimismus, dass es okay. das geht. Ich glaube, wenn du der am 20. November wird okay. klappen wird, ich denke, wir haben eine Chance. Wir werden zwischen 45 und 45 Ja, eine Chance haben wir auf jeden Fall bei dieser Abstimmung. Das, mhm. das glaube ich auch. Ja, ja. Ja. Eine ja. Und Genau, ja. und, und das wird eine Zende bedeuten. Aber es wird der Anfang vom Ende bedeuten, wenn man das erste Mal gewinnen bei einer Abstimmung. Mhm. Habe ich das Gefühl, du das nicht wäre. so. Moll, wenn die Abstimmung gewonnen wird, das glaube ich schon auch. Ich muss aber leider sagen, dass ich dem derzeitigen Bundesrat, vor allem Herrn Alain Berset, ähm, wirklich zutraue, dass er selbst wenn das Volk Nein würde sagen, dass er es einfach durchzieht, dass irgendeine neue Zombiepfännösel äh, Süd Südhang Doppelfeucht Plus-Varianten oder so äh, genau. wieder auf alles zukommt. Ja, ich würde einfach sagen, ja, wir werden einfach alle in den Lockdown. Ja, alle in den Lockdown. Alle in Lockdown genau. und da gibt es so sein. wie Militär, oder? Das ist ja. sind verboten, dann gibt's Da gibt es dort Gruppenbestrafungen. Wie heißt das? Konventionelle Nein, wenn man statt äh, ein Mensch dort alle bestraft. Aha, ja. Einer kommt äh, spät komm. zum ja. Dienst, ja. Und alle ja, ja. mit 100 Tagesstützen nachher. Ja. Ja. Äh, also das meinst du, ja. Gruppenhaftig oder? Nein, äh, ja, kommt jetzt auch nicht äh, gerade in den Zippe, Sinn. Ja. Äh, nicht zippenhaft. Nein, nicht zippenhaft. Ja. Nicht zippenhaft. Äh, aber äh, da würden ich auch, ja, was der Bundesrat also, die machen könnte, er könnte sagen, da haben wir jetzt davon, mhm. jetzt müssen die Geimpften auch in, in Lockdown. Ja, so. Aber also, das ja. könnte auch hinausgehen. rausgehen, weil dann vielleicht schon Leute geben werden den die sagen, Moment mal, so haben wir, äh, äh, das ist nicht das, was die Abstimmung wollen erreichen wollte. Da, das ist ganz klar, das ist von uns gekommen, von, aus unserer Seite. Wir wollen gar keine Massnahmen. Und ich glaube, dass es auch Mengen gibt, die dann unterstützen. Wer, wenn er dann in selber in Lockdown müsste, auf Befehl vom Bundesrat, Da gibt es sicher ein paar Leute, die uns die Schuld geben. Aber dann gibt es auch ein paar Leute, die sagen, im Moment, das ist eine Pervertierung des Abstimmungsresultats. Ja, die Frage ist nur, was, was haben die für eine Wirkung, wenn sie es nur mal sagen? Mhm. Oder? Ja. Was, was, was hat es für eine Wirkung, wenn. Mehrheit von dem Volk, von den Schweizerinnen und Schweizern, etwas sagt. Wenn es nur etwas sagt, hat das keine Wirkung. Also an der Abstimmung natürlich schon. Dort sagen sie ja nicht nur sondern jetzt schreiben sie ja nein oder ja. Aber das sieht man ja jetzt mit der Maske, mit dem Abstand. Also ich glaube, das ist wirklich extrem offensichtlich geworden, finde ich, dass es mit Gesundheit ja nicht mehr viel zu tun hat oder gar nie hatte. hat. Und das. Wenn ich mit auch geimpften Leuten rede, dann nachher wird, wird das bestätigt, dann sagen die mir, ja, das ist schon komisch und mit dieser Zertifikatspflicht, Studierende können jetzt nicht mehr studieren, wenn sie kein Zertifikat haben, wenn sie sich nicht ständig testen lassen, auf eigene Kosten, wohlverstanden, das können sie sich auch gar nicht leisten. Ähm, das fällt diesen Geimpften schon auf, dass da etwas nicht mehr stimmt, aber sie machen weiterhin mit und darum funktioniert es. Es funktioniert nur darum. Weil die Mehrheit mitmacht immer noch, mitmacht und Angst hat vor Repressalien, eben vor der Polizei, vor Bussen und so weiter. Woher die Angst kommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so erklären in einer direkten Demokratie, oder jetzt zum Beispiel in, Mali, in Manila werden da Leute verschossen, oder, wo kein Zertifikat haben, Glaub, habe ich gehört, gelesen. oder in, in den Philippinen? Du dort, 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 da, da geht mit dem Militär ja, ja. dahinter, mit der Polizei. Dort hat man wirklich berechtigte Angst, weil dort geht es um Leben oder Tod. Aber in der Schweiz ist das noch nicht so. Und diese Busse kann man ja anfechten, oder? oder man kann es mindestens erfolglos, probieren. Ja. <laughs> ja, das ist aber noch also mit der Zertifikatspflicht ist das gar nicht ja, sicher, klar, ob dass das erfolglos ist. Die Kantonspolizei äh, Zürich sucht äh, viele neue äh, Juristen. Ah oh ja, das, das wundert mich nicht. Ja, das ist ein Interna, oh ja. wo mir durchgelegt wurde. Äh, ja. Das glaube ich Die sofort. sind wahrscheinlich überfüllt mit, ja, ja. Mit, mit Sachen, die am Laufen sind. Das dort. denke ich auch. Vielleicht auch ja eigene Leute, die «Wir für euch» aktiv sind. Oder so. Das kann ja auch sein, dass dort ein Verfahren laufen. Oder? Das oder kann auch was? sein, ja. Das ist möglich. Ja. Ja, «Wir für euch» haben ja übrigens eine Analyse von das also in Zusammenarbeit mit Staatswelt und Richter ausgearbeitet mhm. und hat hier kommen zum Schluss, dass das Zertifikat vielleicht keinerlei rechtliche Grundlage hat, mhm. also weder in der, weder im Covid-Gesetz, noch in der Verordnung, noch im Epidemiegesetz. Mhm. Polizisten, also der Präsident der Polizeikommandanten der Schweiz, von der KKPKS, der Herr Burkhardt, sagt ja öffentlich gegenüber SRF dass Zertifikat für Polizisten nicht können gelten, mangels einer rechtlichen Grundlage. Sie hätten zu wenig Leute bei der Polizei, wenn sie das durchsetzen würden durchsetzen. wie sich so viel nicht impfen lassen. Mhm. sich so viel nicht impfen lassen. Genau, die Polizisten ja. haben keine Konsequenzen. <laughs> das ist das richtig. Das ist richtig. Ja. Aber die Polizisten werden dazu verdammt und löhnt das mit sich machen, oder? das mit sich machen, dass sie nachher gehen, Unbescholtene Bürger vom Essen abhalten in Restaurants und sie gehen die retten, wenn sie kein Zertifikat ja. haben. Das ist absolute Machtausübung, einseitige Totalitarismus. Das sagen ja auch Rechtsprofessoren. Gerade die letzte hat Herr, wie heißt Nickli, mhm. der Professor Nickli einen Vortrag gehalten. Das ist Totalitarismus, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und wer, da, wer wem das nicht auffällt, der verdrängt das. Und wir leben halt, in einer, meiner Meinung nach, in einer Verdrängungsgesellschaft. Und nicht erst seit der Pandemie, sondern seit Jahrzehnten. Oder? Dass wir zum Beispiel die dritte Welt ausbüten, dass Millionen von Kindern an Hunger sterben. Jede Sekunde stirbt immer noch, sterben immer noch wie viele? 300 Kinder auf dieser Welt an Hunger. Und, äh, dass wir zum Beispiel äh, die Umwelt ausbüten, dass wir uns keine Gedanken machen, wenn wir Fleisch kaufen, was, was für ein Leid die Tier die mussten durchmachen. Die erleben ja jeden Tag den Holocaust. Das muss, man alles, muss man schon klar sehen. Aber immer noch wie Fleisch gegessen, immer noch wird nicht geschaut, wie es eine Tieren gegangen ist. Sind die Tiere mit Muttertierhaltung auf, also aufgezogen worden oder nicht? Sind die getrennt worden? Wie haben die gelitten? All das kommt natürlich auf eine Gesellschaft dann wieder zurück. Und das Tier ist schützen, alles verdrängt das gesagt, worden wo man dazu lönt, das kommt jetzt das fällt fürs zurück, ja. weil wird die so. ja. wenn, wenn Leid zuerlaßt, wenn es Leid für der Schwächsten egal ist, dann genau. ist das Leid von Mitmenschen egal. Ja. Und jetzt kommt ja das Leid, genau, du sagst es richtig, das Leid, wo man jetzt erfordert, da sind ja auch vor allem die Schwächsten betroffen, die alten Leute und die Kind, die sind am meisten betroffen, also jugendliche Kinder und, und alte Leute. Mhm. und die die wo selber ja wo wo viel, genug Power und genug erwachsen sind oh, das Alter hat ja mit erwachsen sein nicht viel zu tun. Geht ja auch äh, da haben wir musen gefunden schmerzhaft während der Pandemie ja richtig <laughs> das haben wir <laughs> ja, schmerzhaft genau <laughs> haben wir das müssen ausfinden ähm, sie gehen ja auf die Schwächsten los und das ist glaube ich auch das gibt also die Herm die sieben hermetischen Gesetze könntest du dir äh, nein sagen wir es mal da gibt's, also ich weiß, ich können nicht mehr alle genau auswendig, aber eins Gesetz ist äh, das Gesetz der Resonanz. Das heißt, wenn ich etwas verursache durch meine Gedanken und Handlungen, dann erlebe ich das auch wieder. Wie man in die Welt ruft, so schallt, es zurück. so schallt es zurück. Und ich glaube, dass ist unsere Gesellschaft gerade im Westen, in Europa, hat halt so viel verdrängt, dass jetzt die Verdrängung an Art so ein äh, mhm. Über die Pandemie wieder zurückkommt. Apropos Schall, wir haben das Open Air St. Gallen, wo jetzt vor einer Stunde offiziell ein Statement abgegeben hat mhm. für den, für den medizinischen Rassismus. Ein Ja zum Covid-19-Gesetz bedeutet ein Ja zur Kultur, zu Konzerten und <laughs> Festivals. Dank den wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen, Kurzarbeitsentschädigungen, Schutzstürme oder Härtefallhilfen und dem Covid-Zertifikat sind die Planung und sichere Durchführung von Veranstaltungen endlich wieder Nicht möglich. möglich. Diese Unterstützungsleistungen und Absicherungen sowie das Zertifikat sind nach wie vor dringend nötig, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz zu erhalten. Noch viel mehr geht es aber darum, als Gesellschaft gemeinsam diese schwierige Situation ohne eine Überlastung des Gesundheitssystems zu überwinden. Ja. Dazu braucht es dieses Gesetz. Da kommt einem schon das kotzen, oder? Ja, also mich erstaunt, mich erstaunt das nicht, oder? Mich ja, das aber es ist der, es ist sind staatlich der, abhängig. Das ist der klarste Fall von, von Egoismus, von Unsolidarität, wo man sich nur vorstellen. Kann. Ja, vor allem ist es also das ist also kognitive Dissonanz in rein Kultur. Da geht es ja um Kultur und genau die, wo Kultur wenn fördert, fördert Totalitarismus. Mm -hmm. Da geht irgendetwas nicht mehr auf. Ja, genau. Früher sind ja die Kulturschaffenden die die eine Art, wie soll ich sagen, Le neue Lebensoptionen einem eröffnet mm -hmm. haben. Indem das gemalt haben, gesungen haben, geschauspielert haben, hat man eine äh, 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 andere Gesellschaft oder ein anderes, eine andere Form von Leben oder Lebensart, Lifestyle oder so präsentiert. Und heute Voll im Mainstream, rein, voll von die Unterdrückung, ja. voll für, wieder mit dem Satz, Überlastung des Gesundheitssystem, den wir nie hatten. Nie. Es wird, alles, wird einfach alles, alles nachplappert, was Monsieur Berset sagt. Wenn Monsieur Berset sagt, der äh, Spitäler sehen überlastet aus, wir haben Zahlen und äh, das wirkt gar nicht gut und sonst wir brauchen wir einen Lockdown, dann wird das einfach rezitiert. Übrigens auch von Kontonsärztinnen, wie zum Beispiel Christiane Meyer im Kanton Zürich. Die schreibt in der Verfügung, bin ja der Schlüssig von meinem Restaurant. Sch Schreibt die D3 Der Bundesrat sagt, die Spitäler seien überlastet. Das Gesundheitssystem sei überlastet. Oder? Das hat doch gar nicht gesagt der Bundesrat. Das sagt, ist es überlastet? Sie sagen immer nur, wir müssen, ein, äh, wir müssen aufpassen, dass man nicht wieder an den Rand von der Überlastung kommt. Richtig, ja, genau. Also, die Rand von der Überlastung ist doch keine Überlastung. Sie bringen dort die Überlastung nicht einmal her, trotz einem Abbau von über 40% der Intensivbetten. Die sind ja abgebaut, oder das wissen wir. Mhm. Statistisch nachgewiesen. Aber SRF und News Coronavirus. Sie anschauen. bringen nicht einmal den, bringen sie eine Überlastung her. Das ist ja noch das Perfide. Also, sie sind ja noch. Sie sind ja völlig erfolglos, sie oder? Das muss ich <lacht> sie, <lacht> sie haben die Propaganda versägen aber es ist egal. Es langt immer noch. Also sie können in den Kernpunkt überall wieder leid werden. Ja. Aber propagandistisch ist trotzdem noch Erfolg. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist immer so gewesen. Das ist, mal in der DDR zum Beispiel. Sind die, oder, das, die Begründungen sind ja auch nicht logisch Sie Sind ja auch nicht, also, mhm. jeglicher Logik entbehrt. In allen Regimen, wir haben es mit einem Regime zu tun. Also, wer noch behauptet, wir hätten eine direkte Demokratie und es seien demokratische, rechtsstaatliche Verhältnisse, äh, der sieht einfach die Wirklichkeit nicht, der lebt in der Regimewelt. Da Ich widerspreche ein bisschen, ich glaube, die direkte Demokratie, die haben wir noch. Du würden ja die Abstimmung am 28. November. Das Problem ist, dass wir keinen Rechtsstaat lacht mehr haben. Schau mal die Abstimmungsunterlagen an, was da ja. drin steht. Das ist Wahlpropaganda, das, das ist Wahlmanipulation. Das ist Wahlmanipulation, das ist Manipulation von der direkten Demokratie. Absolut. Aber es ist immer noch die direkte Demokratie. Ja, ist man, es das noch? Ja, ist klar, wenn man keine unabhängige Presse haben, weil man praktisch nicht haben, außer eine Handvoll Medien, ja. sage ich mal, äh, ist es schon fraglich, ob der, ob der Bürger sich noch überhaupt eine eigene Meinung bilden kann. Richtig. Das ist, das ist ja. ganz klar manipulativ. Und Total. das Abstimmungsbuch selber, wo ja äh, die Alleinherrschaft im Bundesrat bis 2031, mhm. wo wirklich festgeschrieben wird. Zehn Jahre. Zehn Jahre lang kann er über das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Schweiz bestimmen, ja. öffnung und stöße ordnen, noch wie er will. Aber braucht keine Legitimation mehr durch mhm. ihr und jemand, mhm. die können das einfach bestimmen. Mhm. Und dann natürlich eben in dem Jahr hinein, äh, in dem Jahr, wo sie ja fördert, oder wenn über sie überkommen, könnt ihr sich genau das schreiben, dass wir, äh, dass wir es geht darum, zum Schutz, äh, Schutzschirm und Härtefallhilfe irgendwie durchzusetzen. Mhm. Oder? Dabei sind wir uns ja einig, im Widerstand ist niemand gegen die, gegen die Hilfsmaßnahmen. Wir sind es nicht brauchen, wenn man keine Massnahmen hat. Richtig. Aber jetzt haben mhm. wir es schon haben, wenn wir ja Hilfsmassnahmen Hat es Kommentar? Nicht wirklich. Genau so: Ja, ja, ja. Mhm. Applaus, applaus. Gerade noch, noch mehr mein Lieblings-Open Air. Entschuldigung, ist jetzt das auf Telegram oder? Nein, auf Facebook glaube ich. Instagram. Instagram. Ah, okay. okay. Ja. ja. man muss natürlich auch wissen, die Umfragen, also man muss natürlich wissen dass die Umfragen und die, die Statements natürlich gesteuert sind. Das kann natürlich der Admin und steuern. Und, ja, 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 Das kann ja. der ja steuern. Ja. Also Man muss sich also nicht die Illusion, die Illusion hingeben, dass das, dass ja, das alles einfach... Ja, aber ich was ihr könnt steuern sind wie viel gefällt mir. Und da ist ein Neid zum Gesetz und 13-mal Unterstützung, aber auch 12-mal Applaus. Ja, ja, es würde viel mehr dann eine äh, ja, zustimmige ja. Dauer Und auch, oder? Wer schaut das an? Ich meine, wenn ich da so etwas sehe, dann, nachher, dann schreibe ich doch da gar nichts dazu. Dann denke ich mir einfach, ich gehe dort sicher nicht her. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Da dürften doch die Leute gar nicht hingehen. Also der, Das Open Air müsste eigentlich ohne Zuschauer und ohne Leute, die ja. ein Ticket äh, buchen, stattfinden. Ja. So müsste das sein. Ja, das das meine auch ich mit. Leben mit Leben lang daran erinnern, wenn jetzt äh, Mikrofitness, Active Fitness, man muss das Leben lang boykottieren. lang nicht der Mist endet, ja, der wieder geht. Man ja, muss wirklich für immer die leute meiden, solange es genau. sich meiden Wenn doch genau. alle Lebensmittelhändler mitmachen, ist es schwierig nachher die alle zu boykottieren. Ja. Aber jetzt bei Fitnesscentern gibt es genug unabhängige, gibt es kleine Fitnesscenter, die den nicht mehr gemacht haben. Genau. Dann fährt man halt ein bisschen weiter und dann hat man halt ein wenig weniger neue Geräte. zahlt man es auch ein bisschen mehr. Aber dann hat man das gemacht, was richtig ist. Richtig. Lebenslang, nach meiner Meinung. Ja. Also, ein das von den Migro ist für mich ein lebenslanges Thema. Für nicht? mich auch, ja, klar. Coop, äh, Ikea, all die, auch Migro und alle, all das, das ich, mhm. wo es geht. Ich gehe zu den Bauern, zum Beispiel Lebensmittelposten, die ich mhm. kann, bio die auch eher auf, gegen die Repression sind. Ich, ich sage, jetzt, ich, oder, das ist ja eine Repression, also gegen mhm. die Diktatur sind, sage ich jetzt mal. Wenn man das macht, und wenn das eben alle würden machen würden, wenn das Bewusstsein der Bevölkerung da wäre, dann hätte die Pandemie von Anfang an gar keine Chance gehabt. Weißt, du, verhalten sich unter Lebensmittelhändler recht gut. Gut, da haben keine und keine coop wo die volle, volle propaganda dröhnig ist. Aber der Aldi, mhm. der Aldi habe ich nie... Ich hab ganz am Anfang müssen ein, zweimal Mal ein diskutieren. Und dann haben im die Hotline angerufen und gesagt, wollen Sie Ihre Reklamation mit dem Namen hinterlegen, weil dann wird es weitergeleitet. Ich sagte natürlich, natürlich, sage ich gerne meinen Namen. Und dann bin ich hingegangen und ich habe nie mehr das Problem gehabt. Mhm. Ein Mitarbeiter schaut mir nicht so freundlich an, aber ein paar tun mich ausladend freundlich behandeln. Mhm. Oder? Und mhm. da muss ich sagen, der Aldi, ich kann nicht für die Lidl reden, aber Aldi, muss ich sagen, die machen einfach was sie müssen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ja. nicht mehr. Ja, und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, grand, ja wirklich großartig ja, Darum, genau. jede Franken, kann ich einmal die liege la und ich würde die die die, die voilà. ja zum ja. oder aber oder vielleicht inländische Landwirte unterstützen ja man kommt das halt, ist halt auch noch ja es Katzenfutter vom Landwirt holen ist nicht zweifel ja gut Katzenfutter ist jetzt aber ich wollte dir eigentlich wollte Katzenfutter schenken aber ich habe nicht gewusst eben, du hast mir vorher gesagt das ist schon genug ich, ich, ich weiß nicht was Rugali gerne hat es gibt Leute, die sagen, man wollen da anschaffen für einen für, für, den, für den Stromausfall, der mm -hmm. kommt, für den Blackout. Kommt auch wirklich. Ein noch nicht gemacht, aber, aber die Katzen ist für sich vier bis sechs Mal nicht Aber dafür <laughs> du keine. Ich nehme ich es nach Katzenfutter. <lacht> <lacht> Im nimmst der Fall. Äh, ja, ich weiß, ob der Stromausfall kommt, meinst du? Also ich weiß nicht, ich bin da also gar nicht sicher. Ähm, ich habe ja das Ding einmal angefragt, das Bundesamt für Energie. Sie sollen mir einmal die Daten schicken. Ich habe die Daten überkommen oder von der von der letzten Monaten. und sie machen immer wieder Tests vom System also sie tönt Frequenz abe fahren haben dort Tests stattgefunden mhm. und dann fahren sie die Frequenz abe und schauen wo wo ist die kritische Stufe oder mit dem Widerstand das ja, machen sie jedes Jahr. sie ja Bewusst die, die Stromausfälle aufnehmen partiell nein nein das nicht nein sie können einfach sie wissen wo die Grenze ist oder also wo der Blackout würde. aufhören dann weißt du ja erst wenn er da ist der Blackout von musst du runterfahren bis zum Blackout oder nicht Nein. Sie, tun, sie tun Frequenz testen Frequenz, um zu schauen, ob zum Beispiel die Last gut ist. Oder? Es gibt ja immer wieder Situationen, wo zum Beispiel zu viel Strom ins System eingespissen wird. Mhm. Und das kann auch zu einem Blackout führen. Und dann müssen die immer wieder Tests machen, simuliert, mhm. aber auch echte Tests machen, um zu schauen. Ich meine, die Leitungen sind ja auch alt. Es gibt ja viele Leitungen, die, die recht alt sind. Und da weiß man nicht, oder? wie, wie ist das mit dem Widerstand ist und so weiter. Also so ist man erklärt worden. und So kann ich es also eh mal gerade auf Fernseelektriker einigermaßen nachvollziehen. Und dann testet sie das jedes Jahr aus. Sie gehen mit den Frequenzen so tief runter, um zu schauen, wo kritisch ist, mhm. damit sie wissen, wo, wo äh, die Blackout-Grenzen oder ja, Blackout. Ist, oder? Und das sieht relativ gut aus in dem Fall. Oder? Ja, das sieht normal aus. Ja. Ich habe gehört, dass Sie in Verhandlungen mit der EU dass Strom da miteinander austauschen könnte. Und wenn die Verhandlungen würden, scheitern würden, dann könnte es für die Schweiz ein bisschen brenzlig werden. Ja, das hat aber weniger zu tun mit der Planung eines Blackouts, sondern dann viel mehr mit, mit der Energiepolitik. Halt, oder? Genau. Ja. 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 Mit dem, also, wir wollen davon ausgehen, dass niemand das Interesse hat, dass es so einen Blackout gibt. Also weiß ich, ich frage mich ja. Woher, oh woher kommt woher kommt das das hört man jetzt überall hey musst du vorbereiten jetzt musst du den Keller füllen mit mit füllen. das ist also gar nicht so einfach habe ich gemerkt Weil, wenn du den Keller mit Esswaren füllst mit Dosen usw., so das läuft irgendwann mal ab also auch eine Dose. du musst auch anfangen Dosenfutter essen eigentlich. ja genau also, genau ist das gesund Nummer eins zweitens wenn ich aber so Dosenzüge äh, kaufe und das läuft dann doch ab irgendwann und der Lockdown ist nicht gekommen, also, oder der Blackout ist nicht gekommen. Dann muss ich, bin ich gezwungen, entweder die Ware vorzurühren oder irgendwie zu verschenken oder zu exportieren. Oder ich muss es aufessen. Innerhalb von einem Monat oder so. Oder von zwei. Ist das gesund? Das muss man nicht um kaufen. <laughs> ich kann einfach mal 100 Kilo Eis kaufen, im schlimmsten Fall halt dann wegrühren. Ja, okay, so Sachen macht schon Sinn. Reis, Roggen, Weizen, oder? So Sachen sicher. Ja. Aber äh, ich kenne Leute, die haben jetzt äh, Tomaten gekauft, Dosen und Rübli und Zeug und alles in Dosen, Tomaten, äh, mhm. Püree und so weiter. Das läuft irgendwo ab und äh, wie gesagt, ist das nicht also, gesund. Lieber 500 Kilo Reis und dann hat man immer etwas im Duschen. Ja, genau, zum Tauschen, ja, <laughs> <laughs> ja. weil das ist der, der wirklich ja. braucht, Kalorien, ja. oder? Ja. <laughs> und der Reis aber vielleicht nicht vom Aldi oder vom, von einem Grosskonzern, sondern vielleicht, also natürlich jetzt nicht da von einem Bauern, das ist ein bisschen schwieriger Reis in der Schweiz aber vielleicht einfach ein auf auf Qualität schauen. vielleicht bei Alnatura äh, oder go go mhm. Vollkornreis kaufen und nicht nicht der weiße Reis wo Natur nicht am Kopf Mikro. Migros ja, ja natürlich klar oder? aber man kann oder man kann zum Beispiel auch schauen, ist der Reis unter fairen Bedingungen gebaut ist das Fairtrade also das das mhm. ist das ist das wo, wo so wichtig wird das Bewusstsein der Gesellschaft ist verloren gegangen woher kommt mhm. die Ware haben vielleicht Kind müssen schaffen für das, für den Pullover, den ich jetzt doch kaufen? Für nüt? Ähm, sind Leute ausgebildet worden? Das sind alles Bewusstseinsfragen und das hat auch eine energetische Wirkung. Und da ja. wollte ich dazu appellieren, dass das Bewusstsein, dass sich die Leute bewusst werden, müssen, was sie machen und auch bewusst werden, was das für sie nachher bedeutet, weil alles in Resonanz ist. No, das Problem, das ich halt gesehen habe, ist, ob ich jetzt mit Natura den Reis für 2 Franken kaufe oder mit Aldi Reis für 1 Franken. Ich bin nicht sicher, nur weil ich mehr zahlen, dass ich bessere Reisen habe, wo fairer getradet worden ist. Das steht hinten drauf, mal mal, es gibt ja, es natürlich. Das die geht Bio schon. Die Bio-Labels sind zum Teil einfach mehr. Das hat mit Bio nichts zu tun, Fairtrade hat ja. mit Bio gar nichts zu tun. Aber ich weiss jetzt zum Beispiel bei, äh, bei den Bananen, wie heisst der, der, Max Havelar? Ja. Ich, das ist jetzt für eine Weile her, weiß nicht, ob ich es genau wieder anbringe. Aber die haben öffentlich und ehrlich zugegeben, dass die den Bauern nicht mehr zahlen. Als andere. Der haben öffentlich gesagt. Ah, ja. Das ist im Mainstream-Medium sogar gestanden. Nein. Dass Max Havelaar-Stiftung gesagt mhm. hat: Nein, nein, wir zahlen den nicht mehr. Und, und dann haben sie auf eine ganz komische Art begründet, wieso das trotzdem gut ist, Max Havelaar kaufen wo so abstrus ist, dass ich es nicht mal mehr weiß. Müssen sie googlen, ja. okay. also, wenn wir müssen es googeln. Man muss nicht meinen, dass Max Havelach braucht. Mm. Äh, es geht um Einstellungssicherheit oder so etwas. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben einfach ein Argument gebracht, das gar kein Richtiges ist. Und, äh, also, okay. Wenn man Max Havelaar kauft, dann zahlt man vor allem den, der Organisation etwas, die ja, ja, immer Staatsöch ist ja, ja. und zahlt mehr. Ja. Also, ich, bin da, ah, ja. okay. ich bin da völlig desillusioniert. Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Was ja. mir einfach auffällt, ist, dass man. Es das gibt ja noch andere Marken. Dass man unglaublich. das stimmt ja, es gibt sicher, eben, aber da weiß jetzt bei Aldi weiß ich, die sind völlig skandalfrei. Mhm. Also mit den, ich habe nie vom tierfabriken etwas gesehen gegen das Biolabel vom Aldi, aber ganz viel gegen das Biolabel vom Coop. Ja, richtig. Ja. Wie ja, genau. Aber wie viele Leute gehen da immer noch in Coop? Eben ganz Oder? viel. Aber was ich interessanter finde ist, wie man, wie man wirklich, es den Leuten egal ist. Ja wie überhaupt ganz viel Menschliches und Tierisches aber die abstrakte Gefahr von einer Klimaerwärmung, wo mm -hmm. Jahrzehnte, in irgendwann, zu unglaublich schrecklichen Szenarien führen, für das tut man unglaublich viel politische Aufwand betreiben. Mm -hmm. Also dass das Abstrakte in der Zukunft angeblich auf uns wartende Leid wird priorisiert gegenüber dem alltäglichen Leid von Tiere Tier und jetzt mit Corona von go den go den Kindern, go von, go von den den alten Leuten, den Kranken. Leute. Mm -hmm. ist unfassbar. Das ist äh, krank, oder? Das ist krank. Unsere Gesellschaft ist krank. Punkt. Und ist für einen Tipp zu, zur Gesundheit für die Gesellschaft? Was machen wir? Ja, Psychiatrie, mehr Psychiatriepfleger. Ja. Nein, aber sie Widerstand. Aufklärung, oder? Aufklärung. Aufklärung, selber Herrenschaft Gesicht zeigen. Ich zeige mein Gesicht. Ich habe vor nichts Angst, vor gar nichts, auch vor dem Tod nicht. Und das ist auch etwas Wichtiges, dass die Leute dass Menschen die Angst vor dem Tod verlieren, weil der Tod gehört zum Leben dazu, wie Geburt. Und ja. ich stelle so fest, wenn ich mit vielen Leuten rede, sie haben Angst vor, vor dem Tod. Gut, cool, ich denke, okay. es ist ein, Stück weit ein natürliches Phänomen, das Leben, das Leben will leben, das ist so meine Erkenntnis Klar. über das Leben, Leben cool. will leben, und die Todesangst ist uns in, quasi uns evolutioniert ja. worden, weil die Tiere, die keine Angst haben vor der Schlucht und keine Angst haben vor dem Feuer haben, <laughs> Und keine Angst haben vor der Polizei haben. <laughs> Die gibt es nicht mehr. Oder? Die ja. sind aussortiert worden. Ja. Und dementsprechend ist auch ja eigentlich Angst vor dem Tod eine, eine natürliche Reaktion, eine natürliche Eigenschaft. Aber unlog oder? Unrational, irrational. Also, wir leben doch heute mit so viel irrationaler Angst. Angst vor einem Virus, das ja. trotzdem. Achtung, trotz trotz YouTube. Oh, Entschuldigung, ja, genau. Wo's also Angst vor einem Virus, das man noch nie selber erlebt hat. Also nicht die wenigsten haben das selber erlebt, was ich so feststelle. Oder sie sagen, ja, sie hatten Grippe, sie hatten Grippe gehabt. Und, und, äh, aber es sollte schon heftig sein. Ja, Grippe ist heftig. Und ich, der Virus ist, der kann heftig sein. Also, das, das bestreitet, also ich bestreite das nicht. Das bestreitet auch die Wissenschaft nicht. Aber vor dem Hintergrund, alle Freiheiten aufzugeben und seine Gesundheit denn mit äh, aber Über Gesundheit dürfen wir nicht so reden. Einfach, es, gibt, was ich sagen, es gibt extrem viel irrationale Angst. Oder es gibt ja auch, da, zum Beispiel dank Spinnenangst gibt es ja auch. Es gibt ja Leute, die haben von so einem 2 cm grossen ähm, Zimmermann mit langen Beinli eine panische Angst. Das ist eine irrationale Angst. Das ist ein, Sy ein Symbol. Die Spinne ist ein Symbol für die Gefangenschaft. Oder was macht, was macht eine Spinne? Spinnen macht das Netz. was Insekten. Nicht, Zimmermannen machen doch auch was Netz. Macht ja Netz. Jede Spinne macht das Netz. Ist nicht. ein Zimmermann überhaupt eine Spinne? Oder verwechsle ich jetzt etwas? Ist, ich bin nicht oder ist ein Zimmermann -Mucke? Ist ja nicht. Ich bin ja kein Biologe. Aber einer ein ich... von uns beiden hat es tatsächlich <laughs> gemacht. Wir finden es raus. <laughs> nein, nein, komm jetzt. Weberknecht. Sagen wir jetzt. Weberknechte. Sagen wir jetzt, reden wir jetzt von einer Vogelspinne zum Beispiel. Vogelspinne macht das Netz. Ordnung oder der Spinnentiere. Also ich habe mich lächerlich gemacht. Also ein Spinnentier. Ich sage jetzt ein Spinnentier. Gliederfüßer. <laughs> ein Gliederfüßer, ein Spinnentier macht ja das Netz. Das? Ja. Machen das? Machen Weberknechte Netze? Ja, Spinnen machen doch Netze. Ja, Aber Weberknechte, ich habe nie in einem Netz sitzen gesehen. Weberknechte, ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Weberknechte sind Zimmermänner, glaube ich. Das ist ein hochdeutscher Wort, oder nicht? Aha. Ah, nein, das, sind, ist oh, das ist das, ja aus dem Sprachgebrauch, sagen wir einfach Zimmermannen. Aber die auf den ersten dort. Blick sieht der Weberknecht so aus wie eine Spinne, doch er unterscheidet sich in einigen Merkmalen von ihr. Aha. Weißt ihr alles über den Weberknecht im Tierlexikon? Okay. Und ist das ein Weberknecht? Ist das ein Zimmermann? Schau mal, Weberknecht und nicht. Zimmermann. Da, im Gegensatz also, zur Spinnen... Wir haben ja immer Zimmermannen gesagt, die, die, die wir im Keller finden bei uns, oder? Die sind ja nicht so groß. Das sind so so Viechli mit langen Beinen cirka vor und Hinterkörper, sondern also beide Körper sind zusammen und wir haben keine Spindrüsen, mit denen sich Faden und Netze herstellen lassen. Du hey, willst mir nicht ein eigenes Ende gemacht. Du hast dich lächerlich gemacht. Ich muss korrigieren, ich muss euch sagen, wie passives wissen, über, über spinnenähnliche Tiere ist. Fasziniert mich selber <laughs> gerade. Ja, das ist faszinierend, gell? <laughs> ich kann mich auch so vertiefen in so Sachen. Nachher bin ich zwei Stunden dran, dann habe ich meine Arbeit nicht erledigt. Du hast Nein, gewusst, dass das r kein ist, gell? Wie? Ja. r ist kein Bäre. Das ist kein Bäre? Nein, r ist ein Nuss. Was? r ist ein Nuss. R-Wort. Ja. Und okay. es, gibt, ganz viel, oh, ich es gibt es ganz viele so Sachen. Ich habe mal so eine Liste gemacht. Also wie mit der Impfung, oder? Dass die Impfung, die Impfung oh! ist auch keine Impfung Oh, Entschuldigung. Ja. <laughs> ja. Satire, sagst <laughs> das heißt du immer. so. bist schlimm, schlau. Oder? Satire, Satire. Satire, Satire. Satire. Satire, Satire. Sind wir sind bei ja, Satire. Genau Back to life mit deiner Impfung. Jawohl. Ja. Ja, das ist Ach, geil. Ja, genau. Back to life. Wir gehen jetzt zurück Impfung? ins Leben Nein. und wollen die Ungeimpften in der Isolation verrecken. Mit ja. Back to Life bezieht die Gadget ABC Entertainment Group Stellung. Als führende Veranstalterin von Konzerten und Festivals. Sie sind wir seit März unmittelbar von einem bundesrätlichen Unterdrückungsmaß, äh, Entschuldigung, Pandemie betroffen. Mit uns die ganze Kultur- und Eventbranche und alle anderen Berufsgruppen. Die Impfung ist nach heutigen Erkenntnissen die wirksamste Wege aus der Pandemie. Ja. Nach heutigen Erkenntnissen. Nach heutigen Erkenntnissen ja. vom Das ist schon wochenalt. Die heutigen Ergebnis. Erkenntnisse des Bundesrates. Genau. Ja, ja so unglaublich. Also Dänemark hat ja alles gelockert. Sein. Sie gesagt, es hat es keine gefährliche Epidemie mehr in Dänemark. Gadget, Gadget ABC Entertainment. Also in Dänemark ist 86% durchgeimpft. 86% und jetzt fangen sie wieder an mit Zertifikat. Ja. ja. Wo ist 86 in St. Gallen? In St. Gallen, oder? Wo, ja. wo, wo ist St. So, Gallen? St. Gallen ist St. Gallen. Ja, und, und 86% ist wo? Von, von denen sind geimpft und sie haben ja gesagt, wir haben die Pandemie besiegt hier in Dänemark. Ja. Und jetzt sind die Fallzahlen auf und die linke Regierung sagt, oh, wir nehmen es zurück, wir haben wieder eine gefährliche Situation, mhm. wir haben wieder Zertifikat. Weiter. Ja, voilà. Und ich darf mich erinnern, wo der Bundesrat sehr viel Tätigkeit geführt hat, hat er gesagt, wenn wir auch 75% geimpft hätten wie Dänemark, dann sehe ich die ganz, alles ganz anders. Mm -hmm. Und jetzt ist Dänemark mit 86% geimpft. Ja, schlimm, aus, Genau. Also nur noch ein, ein Sechstel oder ein Siebstel sogar, 87% sind nicht geimpft. Und trotzdem haben sie stark steigende Zahlen. Ja. Aber die Impfung ist super. Ja, 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 ja. Die ist super. Ja, die muss super sein. Die ja. muss einfach super sein. Also die 14% Prozent schafft es plötzlich, den Spitäler einen Anschlag zu bringen, wie vorne die 100%. Wir wissen es, wegen der, der itzi bizitini wie ich strampe knie kombi zombie mutante <laughs> Delta Plus, dreilagig, extra fürcht. Ja, jawohl. Ja. Plus. Plus. Ja, habe ich habe vergessen, klein. Entschuldigung. <laughs> <Okay>. Kaffee Fake News da. Ja, nein, es ist aber das ist kognitive Dissonanz und das, das äh also in der Psychologie reden davon einer Kranken, oder? Die Leute sind krank. Das ist jetzt Stockholm Syndrom, kennst Stockholm -Syndrom, du das? Stockholm Syndrom, ja. Erzähl ja. mir, was Stockholm Syndrom ist. Das weiß ich auch nicht, ich bin nicht Psychologe. Okay, dann mache ich's. Okay. Es gibt einen Fall, einen berühmten Fall und das war ein Millionärserbin. Erbin Die ist, ich glaube auch nicht in Stock für Stockholm, ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Die ist gefangen genommen worden von so einer Terroristentruppe und ist dann länger in dieser Gefangenschaft hinein, und hätte sich dann aber mit den, mit den Gefängniswärtern, mit den Gefängniswärter, mit Terroristen solidarisiert und hätte nach dann zusammen mit denen anfangen Banküberfall machen. Mhm. Und die ist nachher dann mit milderen Umständen ins Gefängnis gekommen und man hat dann psychologisch quasi konstatiert, dass sie quasi aufgrund dieser der Abhängigkeitssituation, dass sie quasi aufs Essen und das Trinken auf jedes einzelne Grundbedürfnis ja, zwingend auf, auf, auf die auf die, Gefangen-, auf die Gefängniswärter angewiesen ist, mhm. dass sie den Gefängniswärter seltsamerweise nicht Hass entgegenschlagen hat, sondern langfristig wie eine Dankbarkeit, mhm. weil die bringen ihre Essen, mhm. die bringen ihre Trinken, mhm. dank ihnen kann sie aufs WC und, und so weiter. Und das mhm. ist etwas, was man auch beobachten, wenn man St. germain en liest ja das, was täglich passiert, Das wird zum Wohltäter, oder? So. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja, das, ja, 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 das sieht so aus. Also viele Leute sagen, ja, ja, das ist, das ist alles verrückt und so und das ist alles komisch. Aber immerhin können wir noch. Man könnte noch. Oder wenn man sich impfen lässt, kann man noch essen. Als könnte man nicht mehr essen, ohne Impfung. Oder äh, ich kann wenigstens reisen. Also du hast aber gar keine Ahnung. Braucht es eine Impfung, um zu reisen? Das braucht es ja nicht. Ist ja nicht so. Ausser wenn man direkt auf Amerika will. Warum, ja, gut. Will Amerika. Wer will auf Amerika? Ich. Okay. Ja, weil es gibt viele Bundesstaaten, die komplett frei sind. Ja, dort. schon. Und wie ist es denn dort? Ja. Äh, da, da habe ich, ich heute eine Sendung gemacht. Ich habe eine ganz wichtige Sendung heute Morgen gemacht, die wo wo von dem handelt, dass ganz viele Bundesstaaten in Amerika machen einfach gar nichts mehr machen. Ja. Gar nichts das mehr. Ist, seit ja, langem. Seit 1955? ja es wird ja über 30, genau ja. und da ist die Sendung da wo ja. ich einen mit grünen Punkt gemacht habe dass das für alle konsumierbar ist auch ja. die wo das lästig finden was passiert und dort passiert statistisch gesehen genau gleich viel oder wenig wie in allen anderen Bundesstaaten mhm. oder eben auch in Europa und mhm. die große Frage ist ja eben durch die Stelle, wenn und wie soll das jemals enden wir mhm. ja gesagt wenn alle kimpft sind wo wollen können wir aufhören und jetzt sind nicht alle geimpft, sondern jetzt sind auch Leute geimpft, die nicht entwöhnen werden und es hört immer noch nicht auf. Mhm. Das Exit-Szenario, da Gibt es keins. Also einmal hat es wo habe ich das gelesen? Ich glaube, SRF, wo der Bundesrat. Das hat glaube ich, nicht der Bundesrat selber gesagt, sondern die Redaktion von SRF, glaube ich. ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ob es SRF war, war nicht, nicht behaftet. Ähm, das Ziel sind 95 in der Schweiz. Ja, da haben sie eben auch Aber der Bundesrat oder? sagt selber, es gebe kein Impfziel. Mhm. Also was jetzt? Also es ist ja reine Willkür, ja. oder? Ja, sie sagen ja, es ist freiwillig, niemand muss und Sie reden auch beim Impftag, ja, viele können nicht mehr arbeiten, können nicht mehr studieren, wenn's, Ich würde wirklich wissen, welche Impfwillig noch nicht geimpft ist. Ich würde sehen, ja, wo, <laughs> wo, also <laughs> wo. Der ja. Gölä vielleicht, weil der Gölä <laughs> keine Massenmedien, der ist also in, ohne Strom. Lebt, eh. mhm. vielleicht ist, der ja, nicht, ist gut. Wobei er gesagt, da will es nicht, er will ich ja, keine so. ja, das ist gut, ja, will ja. Ich nicht. Ja. Ja. Oder die Frage ist, wo führt das her aber man ja dass sich der Bundesrat ständig widerspricht dass also er Versprechungen gemacht hat vom 3 Stufen Plan gredt oder mit den Maßnahmen ab, wenn die Fallzahlen sinken die sinken ja aber jetzt braucht auch komischerweise trotzdem braucht jetzt Zertifikatspflicht trotz sinkender Fallzahlen mhm. und 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 Fallzahlen können ja wissen wir alles. also wie gesagt der einzige Ausweg den ich gesehen ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und mit vielen, vielen anderen Menschen aus der Bewegung und so namhaft darüber geredet. Äh, auch mit Professoren gefragt, was denken sie, wie kommt man da draus raus? Und schlussendlich ist das Fazit der Widerstand. Wenn die Mehrheit nicht mehr mitmacht, dann können wir daraus raus. Weil die machthabende Regierung, die im Einfluss, also der Bundesrat steht im Einfluss von einer fremden Macht, das ist also kann man also gerichtsfest mittlerweile beweisen kann man da ja ja, ja. Wie? modus operandi es ah, ist ja? einfach eine riesenarbeit ja das kann, kann man das ja. gerichtsfest beweisen ja man muss einfach das gericht finden oder wo dem den stock geht wo das den würdigt ja. das gericht muss ja beweismittel mhm. würdigen das Was kann sie das gericht machen? aber sagen ja herr seiler sie sind ja nicht ganz putzt bundesrat der Bundesrat ist ja gewählt vom Parlament und das mhm. Parlament ist vom Volk gewählt. Und der Bundesrat hat schon immer nur das Beste für seine Unterjochten. Unter das war aber nicht immer so. Gewesen. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hat es vier Jahre lang gebraucht, bis der Bundesrat das Notregime ähm, beendet hat. Acht Jahre. Glaube, acht, acht Jahre? Oder neun? Oder ja, richtig, Entschuldigung. Mhm. Ja, acht Jahre. Und drei Volksabstimmungen? Mindestens, glaube ich, ja. Oder? Und Macht korrumpiert, das kommt man aus der Geschichte und auch in der Psychologie. Man das. Und äh, aber wenn die Justiz versagt, und die werden alle einmal dafür zahlen äh, müssen, wie auch immer, auf welche Art immer, also alle die Richter und Staatsanwälte werden das müssen zahlen müssen, was sie da anrichten. Aber und eben deine Experten, die du befragt hast, die sagen alle auch, es gibt am nur eine politische Lösung. Ja, politisch, was heißt politisch? Oh, doch, also, Bürger sind ja nicht Politiker, lokalisch. finde ich. Oder? Bürger sind ja nicht Politiker. Menschen sind ja nicht a priori politisch. Oder Politiker. Also, Politiker, sehen wir jetzt, oder? wie feig die sind. Das Parlament versagt, delegiert alles am Bundesrat. Der Bundesrat macht einfach auf Diktatur. Das läuft bei den Kantonen genauso. Das, das, oder? Alle wollen ihre Jobs, wollen ihre Verwaltungsratsmandate. Und versuchen, sich so über Wasser zu halten. Die Einzigen, die man wirklich kann, brauchen kann, kommen aus der SVP, meiner Meinung nach. Aber auch die SVP ist gespalten. Hier gibt es zwei Lager. Also heisst es, schlussendlich ist es der, der Mensch, der da lebt in diesem Land, der das kann ändern kann. Nur der kann das ändern. Da bin ich also überzeugt davon. Mit, Demo äh, mit politisch meint er direkt demokratisch. Am Schluss wird die Mehrheit der Schweizer, wenn sie das nicht mehr machen ja. dann werden wir das gewonnen haben. Insofern ist das. Äh, was machen wir aber, aber wenn, was machen wenn sich die Regierung trotzdem darüber hinwegsetzt über den Volksentscheid? Das ist ja auch schon passiert mit der äh, mit äh, der Ja, oder mit der Sommerzeit. Oder das haben wir oder mit der Sommerzeit, genau. Und ein Jahr später hat man es einfach gemacht. Hätte man es nachher gehabt, Und das wieder um ein tödlichen Virus gegangen. Nein, oder? das ist, um ist ein Ja, genau. Ja. ja, hat natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen. In die Sommerzeit, oder? das muss mhm. alles müssen umprogrammiert werden. Also die Frage ist, was macht das Volk? Was macht das Schweizer Volk, wenn auch bei einem Nein der Bundesrat einfach weitermacht? Oder etwas Neues erfindet? Er ist ja sehr erfinderisch. Was, was machen wir denn? Das ist auf der Qualität, die wir wirklich nicht absprechen dürfen. Sie sind Ja, sie sind sehr erfinderisch, ja. das kann man wirklich <laughs> sagen. Ja, das ja. Da sie sind sie. Sie sind sehr kreativ. kreativ. Für Beamte, oder? Beamte sind ja eher nicht so also ja. nicht bekannt dafür, dass sie besonders kreativ sind. Ja. Aber. Der Bundesrat muss ich sagen, dem kommt das also sehr viel in Sinn, ja. <laughs> oder? Also meine Frage, oder? Was machen wir, wenn jetzt ein Nein kommt und dann kommt aber Zombie Schnüssel, äh, plus Doppelfürchte und so weiter Variante? Ähm, oder so steigen wieder? Oder es gibt einen Lockdown, weil aber irgendwie bis Neues kommt? Was machen wir denn als Volk? Dann, dann stehen wir wieder genau am gleichen Punkt wie vorher. Wenn sich aber die Leute wirklich anfangen, wieder sitzen im Alltag, jeder so wie er kann, dann muss ja nicht gerade jeder gerade am ersten Tag einfach aufhören Masken anlegen, weil man muss die Blick und so und, und die Energie auch können aushalten. Viele haben mit dem Mühe. Ähm, das verstehe ich auch. Aber man kann ja anfangen, vielleicht einmal Masken einmal abzunehmen, einfach über, über unter die Nase, vielleicht einmal ein so anfangen. Noch nachher eine Woche später mal ganz weg und mal einmal im Mikro posten und schauen, ob man das überlebt, also das jetzt eh dann überlebt. Und dann einfach schrittweise sich daran gewöhnen, für sich selbst einzustehen, sich daran gewöhnen, Nein zu sagen und nicht mitzumachen. Das ist der einzige Ausweg. Ich, also ich sehe keinen anderen. Ich denke, wenn es ein Nein gibt, von dem träumen wir ja alle, ja finde ganz schwierig für den Bundesrat, wie wenn er dann Sachen macht, die klar nicht Wählerwille sind, dann wird das die Leute viel mehr bewegen, als bei den Massenwanderungsinitiativen. Es wird sie hat, bewegen, aber weiter geht es trotzdem. Nicht sicher, weil der, der Widerstand wird dann wachsen, die Wut wird wachsen. Also ich habe fast schon das Gefühl, wir die, die Exponenten der Bewegung fast schon zurücklehnen und Popcorn essen. Weil man dann einfach mm, halt zuschauen kann, mm, so. wie sich wie die breite Bevölkerung sich anfangen wird, wehren zu die Es ist jetzt schon so, die einzelnen Leute in der Bewegung, mitwillen ist jeder, wir brauchen jeden auf der einen Seite, auf der anderen Seite, egal wer ausfällt, wirklich egal wer ausfällt in dieser Bewegung, es wird genau gleich weitergehen. Es ist kein Einzelner mehr, mehr wirklich wichtig. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und mm -hmm. da sehe ich es schon auch so, wenn es ein Nein gibt, dann, dann ist die Bewegung eh so groß und der Widerstand eh so groß. Und dann kommt der CO2-Lockdown. Vielleicht, ich bin trotzdem. Ich, ich glaube wirklich, dass, wenn es ein Nein gibt, dass das der Anfang vom Ende ist. Sie können es noch noch ein Jahr, zwei, drei rausziehen, das hat Ihnen alles nicht zu sagen. Nein, ja, das äh, sehe ich anders. Ende. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen illusionär. viel? Weil ähm, weil der Plan, der, der weltweite Plan, das ist ja geplant worden. Das kann man ja, das sieht man. Event 201, Rockefeller Foundation mit, äh, mit Spars, nachher ähm, äh, und so weiter. Der äh, Great Reset von Klaus Schwab. der kann man ja klar erkennen, dass das geplant worden ist und geschrieben worden ist. Sie spielen da mit offenen Karten. Also, sie wollen eine neue Weltregierung, sie wollen eine New World Order installieren. Und die New World Order, können Sie nur deshalb durchbringen, wenn die Leute mitmachen? Punkt. Aber haben Sie schon nicht mehr mit? Ja, dort sind die Bundesstaaten natürlich autonom. Jetzt ist es aber ja so, dass natürlich die Amerika hat einen Präsident, oder? Der, 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 der Mr. Biden. Äh, nicht Brandon. Biden. Let's go, Brandon. Let's go, Biden. Brandon. Let's, go Biden. Brandon. let's go, Brandon? Okay, okay. Und der Biden verfügt ja ständig nationale Gesetze. Und die Bundesstaat wehren sich dagegen. Die Amerika hat natürlich eine ganz andere Geschichte als die Schweiz. Dort haben sich die Bundesstaaten schon immer gewehrt gegen irgendeine Obrigkeit aus dem White House. Nicht alle, aber viele. Und ah. das, ist, das könnten wir ja auch, oder? Das, wir haben eine ganz ähnliche Struktur wie Amerika ja, eigentlich. Ja. Da müssten sich einzelne Kantonsparlamente, Kantonsregierungen sagen: Herr Berse, sorry. Sie behaupten einfach Sachen. Sie behaupten, äh, die Spitäler seien überlastet. Wenn wir aber in die Zahlen schauen, ist das überhaupt nicht so. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Man hat sie sogar abbaut. Äh, in, in den Intensivstationen, also wir haben ja Corona-Transition, äh, hat ja eine Serie veröffentlicht. Der Raphael Lutz der auch schon mal bei dir, war, was in Schweizer Spitälen wirklich passiert. Und dort haben uns ja Pflegende mitteilt, was dort wirklich passiert. Oder? Dass zum Beispiel die Gimpften einfach nicht testet werden, äh, dass, äh, dass die Intensivstationen teils einfach leer sind, also da wird Däumchen gedreht, komischerweise. So, und da müsste doch einzelne Kantone in der Schweiz Nein gesagt haben. Klar, also klar einfach zum Beispiel ein Verbot aussprechen von, von diesen von Zertifikaten, das könnte ein Kanton. Weil die ja, Staaten ja. sind eigenständig, zum Beispiel der Staat Zürich. Kann ich die letzte in der Verfassung des Staat Zürich schauen? Zürich ist ein unabhängiger Staat und schafft mit dem Bund und mit den anderen Kantonen mit. Mhm. Aber da ist nicht gehalten, eine diktatorische Meinung sage ich jetzt mal, von einem Bundesrat zu übernehmen. Überhaupt nicht. Auch nicht von einem BAG. Gut, aber ich habe ja gemerkt, Zürich hat wirklich ganz grosse masochistische Ader mit ihrer Domina. Ja ja, geht so ja, aber, ja, ja, das sieht so aus. Aber jetzt das widerspricht dem nicht, was ich gesagt habe. Oder? Halb Amerika macht nicht mehr mit. Ja. Amerika hat eine ähnliche Struktur wie die Schweiz, mit eigentlich sehr starken Kantonen Bundesstaaten. oder Bundesstaaten, ja. bei, Kantonen. Wenn wir bei uns Und wenn bei uns der Appenzell-Innerrhoden sagt, wir jetzt doch lieber wieder das Jesus-Baby arbeiten statt Gott in Corona, und wir setzen jetzt da nicht mehr durchsetzen unsere Polizei nicht mehr einsetzen um etwas zu kontrollieren, was um Hygiene geht, äh, dann wird das im Kanton Apenzellinerode vorbei. Weil der Bund wird nicht das Militär schicken wird. Das sind wir uns so Nein, das würde er nicht machen. Genau, das ja, würde ich machen. Genau, da das ist, so kann es bin. aufhören. Und ja. Wenn ja. du sagst, es ist ja. blauäugig, dass wenn es das Nein gibt, dass der das Anfang vom Ende ist, dann frage ich mich schon, wieso. Weil Amerika hat jetzt auch zur Hälfte der Anfang vom Ende. Weil auch dort habe ich mir sagen lassen von einem. Aber äh, zu Zuschauer... Amerika sind die Leute viel kritischer, die stimmen viel mehr auf. Oh, nein. Ich... Moll. Da geht viel mehr Demonstrationen. Sie sind uns ein paar Jahre voraus. Ich würde sagen, wir sind uns etwa fünf Jahre voraus. Mit der, mit, der mit der Wahl von Donald Trump 2016, Dort, das war ein Augenöffner. Gewesen. Die Da haben die gemerkt, sie haben keinerlei mehr Einfluss auf die Hälfte der Bevölkerung. Sie können lügen und tun, wie sie mhm. wollen. Über mhm. äh, 2020 wollen wir nicht reden. Das ist YouTube-Gründung. Das, das hat die Schweiz gewählt. Genau, aber die Schweiz kommt genau an den Punkt an, wenn es jetzt ein Nein gibt. Gegen, gut, das ist deshalb uns, gegen alle anderen Parteien, gegen alle Massenmedien, gegen alle Kantone, gegen die Spitäler, gegen, gegen also die, die öffentlich etwas sagen können, gegen die Universitäten, die öfter etwas sagen gegen den ganzen Staatsapparat ein also Nein. Das würde heissen, von dem Moment an hat <laughs> die Hoheit über Hoheit, die Interpretationshoheit über das Geschehen, egal ob ob das pandemistischer oder anderer Natur ist, verloren. Und dann sind wir so weit wie Amerika 2016. Und dann wird es noch schon noch politisch ein Kulturkampf geben, der Jahre und Jahrzehnte dauern Aber es ist der Anfang vom Ende von der, von der Dominanz des Systems. Ja, ich hoffe es. In den USA zum Beispiel auch, oder? Also zumindest. Ja, 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 ich hoffe das. Ich hoffe, es. ich sehe einfach die, die kritischen Leute, also mindestens im Alltag nicht. Also, also die sie sind vielleicht schon kritisch, aber sie machen alles mit. Ja. Die Schweizer hat schon immer alles ganz genau machen, immer ganz genau und, ja, und, ja, ja, du musst, du musst, du musst das und du musst dieses und weißt du, Behörden etwas sagen und da Probleme und so. Also eine mutlose, ich muss es ehrlich sagen, mutlose Gesellschaft immer geworden. Eine verweichlichte mutlose Gesellschaft, die auf dem schwach. Sofa hockt. Äh, das, Wichtigste ist, äh, das Wichtigste ist das eigene persönliche, wirtschaftliche Fortkommen. Jeder schaut für sich, jeder ist sich selber der Nächste. Aber zusammenheben, äh, auch das sieht man schon innerhalb der Familie, zusammengegeben wird auf dem Land noch mehr. Oder? Darum sieht man die ländlichen Kantone, Schweiz, Ovalde, Uri. Äh, Das sind wirklich, würde am liebsten dort wohnen, aber kann ich im Moment nicht. Äh, oder im Wallis, wo ich war. Das sind noch Leute, wo Gelehrt haben, zusammenzustehen, zusammenzuhalten, etwas aus eigener Kraft etwas, etwas zu machen. Aber da, also jetzt gerade zum Beispiel die Stadt Zürich, also das ist, ja, ist ein anderer Planet. Mhm. Für mich ist das ein anderer Planet, mit anderen, mit Aussicht. Ich auch, ja. Die sind, da sind gehe ich nur gezwungenermaßen. Also, wenn ich unbedingt muss, das gehe ich nie mit. Ja, ich wenn ich durchfahre, verschicke ich jedes Mal. Aber eben, das ist ja doch, doch vielversprechend. Also, ja. Ja, ja, klar. Doch, das sehe ich auch so. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Nur die Regierung muss auch noch mitmachen. Ja, aber dann müssen sie bei nicht mitmachen. Die Regierung macht aber nur dann mit, wenn sie sehen, dass sie vom Volk auch die Unterstützung bekommen. Aber eben, dann ist es nicht unbedingt blauäugig zu glauben, dass wenn es äh, Nein kommt in drei Wochen, dass es der Anfang vom Ende ist. Es kann schon sein, ich hoffe es. Es kann sein, es kann sein ja. ja. Ich hoffe das. Aber der zivile weißt, Widerstand braucht immer noch. De, de, ja klar. Da aber. De, de, Und der da da auch, Wirklich das erste Mal erschüttert hat mich das Bild von der Schweiz, bei, wo meine Rettungsinitiative akno worden ist. Weil aus meiner Sicht, ich bin auch Atheist, ist das die primitivste Initiative, die so mehr kennt. Weil man gesagt hat, ihr Muslim darf keine Türme bauen, Christen dürfen, Dubes darf. alle dürfen Türme bauen, aber ihr, ihr Muslim dürft nicht mehr. Mm -hmm. Das ist so viele Leute die meinen, ich sehe Rechtsextremer oder so, oder ich sehe rechts, ich bin überhaupt nicht rechts, ich bin liberal. Und ich habe das ganz schlimm gefunden. Und ich habe heute einen ja. Bundesrichter gehört, einen Pensionierten, glaube ich, der im Schweizer Radio gesagt hat, schauen Sie, wir haben das so angenommen. Aber die Schweiz ist nicht nur eine Demokratie, die Schweiz ist auch ein Rechtsstaat. Ja, und die Diskriminierung ist ein genau. Rechtsstaat. Genau. Und das ist egal, wie viel Prozent, das hat nicht er gesagt, aber es ist egal, wie viel Prozent, dass da Ja stimmt, mhm. wenn es rechtsstaatlich ist. Darum ist auch am 20. November, wenn es ein Ja gibt, für mich hat das gar keine Konsequenzen. Es ist immer noch illegal. Es ja, ist immer noch diskriminierend. Ja, es ist immer noch unterdrückend. Ja. Es macht es einfach komplizierter. Im Recht sind wir immer noch. Ja, Und, im Recht sind wir immer aber, noch. Aber der Staat hat natürlich mit dem natürlich noch mehr, noch mehr Möglichkeiten, zum. Zum, zum Macht ausüben, weil dann fühlt sich der Staat nachher der durch das Volk legitimiert, äh, die genau. Repression auszuüben. Aber wenn es jetzt ein Nein gibt, zum Beispiel bei meiner, meiner Red-Initiative das Nein, dann hat nicht besonders viel Mut braucht. Er hat eben auch initiative gesagt. Ich fand, es geht einfach darum, das löst überhaupt kein einziges Problem. Kein einziges Problem löst die Initiative. Es ist einfach ein, ein Schiebeitritt mhm. an die muslimische Gemeinschaft oder wer auch immer. Mhm. An die Wanderer, so, an den Balkan, ja, egal wer. Und und dann habe ich so primitiv mhm. gefunden. Und er hat auch eine Mehrheit gefunden. Und der hat nicht Mut gebraucht. Im Gegenteil, wir können feig anonym an der Urne das können annehmen. Mhm. Und jetzt kann man halt wieder feig an der Urne seine Meinung sagen. Ja, wo, aber feig. Die Feiggenossenschaft. Ja, aber sie könnten Nein sagen. Auch es könnten viel Feiglinge haben in Anführungszeichen, die sich nicht trauen, ja, die Massnahmen das, das aufzubegehren, kann, ja. aber einfach zu sagen, Schluss mit dem Mist. Oh ja. Ja. Und dass es einen Trump-Effekt gibt, wo die Leute auch bestritten haben, dass Trump wählt, dass alle gemeint haben, Hillary werde gewählt, wurde, und dann ist Trump plötzlich deutlich gewählt worden, mhm. über die eine Zeitwahl wollen wir nicht reden. Und, oder können wir nicht. Und diese Chance haben wir ja da jetzt auch, dass es eine schweigende Masse gibt von Leuten die alles mitmachen. Mm -hmm. wo in die Leute gehen, Masken anlegen, drauf ja, sind. Das glaube ich, ja. Nicht kommentieren im Internet. Die mm -hmm. einfach nicht mehr wollen. Mm -hmm. das, das sehe ich auch so. Ja, also ich, ich glaube sehr fest an das Nein. Du hast mir gesagt, du hast ja einen Prozentsatz gesagt. Willst du das wiederholen? Da? Nein, nein, das kann ich. ich kann. Weißt du, ich hatte einmal Glas, eine Glaskugel von Aldi übrigens. Und die ist kaputt gegangen. <laughs> Sorry. Du hast mir eine Zahl halt gesagt, weisst weißt du noch. Ich habe mir am Telefon eine Zahl gesagt. Aber die halte ich für unrealistisch. Aber ich sage dir, du bist sehr optimistisch, dass man das 67 Prozent. Du hast mir gesagt, 70 Ja, zwischen ja. 67 und 70 Prozent. Ich betrachte dich als ein, ich sagen, als ein Bewohner von einer großen, fetten Bubble. Ja, das kann schon sein. Aber, weißt du, ja. ich habe es nicht unrecht. Und dann lädt er dich wieder ein. Ich fühle mich in dieser Bubble, äh, weisst du, so... Und dann auf die ...sehr positiv... Ja, wenn, wir, wenn wir über 60% bekommen, dann gibt es auf StrickerTV einen Kniefall, ich werde deine Füße küssen. <laughs> Uiuiui, sicher, gerade Genau, ja. Die bluten Füße. Ja. Die Ja. Äh, auch wenn sie zwei wua. Wochen nicht gewaschen sind? Hast du auch eine Tochter? Nein. Nein, dann können wir darüber verhandeln. Aber ich küsse die Schuhe. Mit, was hat das mit einer Tochter zu tun? Ja, bei einer Frau wird es noch oh, Ah. Ja, ja. Jetzt aber bei <laughs> dir ist der Steckelfaktor noch ein potenziert potenzierter. Obwohl du sicher wunderschöne Füsse hast, wo du täglich waschst. Wunderschön, immer schön und... Aber ich kann deine Füsse Nägel, waschen, der Papst. Der Papst, und, und, äh? der Papst. der Papst kann Der Papst? Ich kann deine Füße waschen. Ja. Ja. Vom Papst? Von den Sündern. Von, von, vom Papst auch. Vom Papst. Genau. <laughs> dürfen haben da nachverhandeln? Ich genau. denke, es ist brutal spannend. Ich bin ja, ja, das ganz wird viel, pessimistisch, ja. ganz ja, also Ich bin auch nicht äh, zu Tode betrübt, wenn es ja auch gibt. Dann muss ich mir muss ich mir halt auch dann Fragen stellen: Was mache ich jetzt, oder? Also, was mache ich denn im Widerstand eigentlich noch, wenn es ein wirklich, also wenn jetzt das ja Also dann, ich glaube, dann würde ich meine Harleppocken, packen. Oder? Und, und was würdest du mit dem mache? Ja zum Beispiel richtig Russland Land. es gibt's ganz spannende Länder, wo wo eine eigene, eine eigene äh, demokratische äh, Gemeinschaft bildet haben. und Schon? unabhängig sind. Ja. Wo? Ja, ja jetzt Ungarn. Nicht. Nein, nein. Da dann einfach so in der Region. Dort. Also es gibt auch andere Länder. dort, wo der rote Bittel ist, oder zum Beispiel Tansania. Ihm geht's glaube ich noch gut. Ja, in Tansania. Dann ist man noch mehr und Schönes Wetter. Also ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn, das, wenn die Bevölkerung nicht bereit ist, für sich selbst einzustehen und, und ich dann, oder? Ich bin nicht der Einzige, der das macht, aber wir stehen dafür ein, zeigen Gesicht und der, der Rest hockt äh, einfach immer noch auf dem Sofa, dann muss ich sagen, nein, also, ey, sorry, also, Vor über einem Jahr habe ich schon gesagt, die Schweiz hätte Widerstand gar nicht verdient die hat mir Grazia, eine hm. Locals-Unterstützerin, äh, locals, äh, Supporterin, hat mir geschrieben, Dani, noch nie hat das Volk den Widerstand verdient? Egal welches Volk. Am Schluss hat es immer einzige gebraucht, wo den, den Kopf angehebt hat ja, ja. und dafür habe gesagt, dass das Land richtig richtig richtige geht. Ja, aber irgendwann muss dann die Unterstützung schon kommen. Also, ja. oder? Ja, muss man hey, den schon sehen, nach zwei Jahren. Weißt du, das unterschätzt man ja. Im Juni ja, ja, ist es klar. So 40 Prozent. Ja, natürlich. Ja, natürlich klar. Aus dem Stand. Aber jetzt alle. muss es es neigen. Sorry. Jetzt muss es einfach ein neigen. Ja. Sonst kommt der Staat, da kommen dann kommen auch Polizei oder, und sagen: So, sehen Sie, Sie seilen hier mit Ihrer grossen Klappen. Zuerst haben sie noch behauptet sich alles gesetzeswidrig, dann sagt das Volk: Ja, ha, jetzt können wir aber richtig. Und jetzt ist es gesetzlich legitimiert. Was, du, was sagst du denn? Da kannst du noch haben, habe, nur sagen. Es ist immer noch unrechtsstaatlich, ja. es ist immer noch menschenrechtswidrig, es ist bürgerrechtswidrig, verfassungswidrig. Ja, aber wenn das Volk, Volk zu der Verfassungswidrigkeit genau. Ja sagt, dann den, wird es schwierig. Dann zitiere ich den Bundesrichter, wo sagt, man ist nicht nur Demokratie, wir sind auch ein Rechtsstaat. Ja, natürlich. Aber ich weiß, dann wird es brutal. Und dann muss man sich auch noch fragen, werden sind die, sind die Wahlen wirklich, äh, werden die wirklich dann so auszählt, mhm. wie sie gezählt wurden? Das Man weiß mal man man weiss, man es halt nicht. Wir werden sicher nicht darüber berichten, weil in Amerika und in Deutschland hat, hat YouTube nach der Wahlen gerade gesagt, man darf nicht über angebliche Wahlmanipulationen Ja, reden. ja klar, das muss man dann können beweisen, oder? Das muss man wirklich beweisen können. <laughs> Entschuldigung, um das zu behaupten. Ich glaube es auch nicht. Also, wenn wir es also bei der Post passiert, sicher sicherlich auf der einzelnen Gemeinden. Weil das ist zu vielfältig. ich kann kann ja, als, genau. als Wahlzähler melden. Ja, und ja. Ich bin überzeugt, dass wir in der Bewegung genug Leute haben, die sich da zur Verfügung stellen Und wenn man dann so ja. Anomalien sehen, dass eine Gemeinde wie 70 Prozent Ja sagt und alle anderen und darum sagen 40 Prozent Ja, dann ist das auch irgendwie komisch. Es mhm. ist dann schon schwierig, das zu machen. Ich glaube dass der Bundesrat das nötig hätte. Wie gesagt, er könnte wahrscheinlich eine Weile lang die ganze Mission trotzdem noch weitermachen und einfach andere Unterdrückungsmaßnahmen. Ja. Ich glaube nicht, das man ja. manipuliert wird, weil man wir 40% bekommen haben, Weil dort habe ich 25-30% erwartet. Und wenn es hätte die Bewegung manipulieren hätte, hätten sie es dort machen müssen. Weil die hätten uns kaputt gemacht hm. Wenn sie einfach gesagt hätten, 17%, oder? Hätten sie es mhm. können machen. Mhm. Wenn sie es hätten können machen, ja, ja. wäre das kommuniziert worden. Ja. Ja, Und ja. dann hätte das uns wahrscheinlich fast das oder? Ja, das, das sehe ich auch so. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Aber es muss einfach ein Nein geben. Also, nein, nein, nein. Mhm. Auch für die Geimpften, weil die, das, die, die sich jetzt zweimal impfen lassen, das sind die Ungeimpften von der Zukunft. Mhm. Weil das ist schon in Israel schon so. Irgendwann wird es die dritte Impfung geben. Und werden die dritte nicht macht, sondern nur, nur zwei mhm. hat, mit diesen brutalen mhm. wir jetzt, oder? Die, äh, Satire, wenn wir jetzt aus. Also, das sind die Ungeimpften von der Zukunft und die sind eigentlich am meisten verarscht worden, weil die haben an den Staat geglaubt, die haben an BAG geglaubt und an Bundesrat geglaubt. Die haben nie und nimmer haben sie, haben, äh, haben sich, haben sie sich, man, Deutsch für du, nie und nimmer haben sie sich, äh, haben sie das für möglich gehalten, dass sie der Bundesrat dermaßen anlügt und dass der Bundesrat mhm. im, im Einfluss von einer fremden Macht steht aber global gell? organisiert. Aber was, was wir von der Bevölkerung verlangen. Sie sind am meisten verarscht. Wir verlangen von der Bevölkerung schon sehr viel. Oder klar, jetzt verlangen wir einfach nur, dass es keine Diskriminierung gibt. Das ist nicht zu viel verlangt. Nein, finde aber, ich auch nicht. Aber wir verlangen eigentlich von der Bevölkerung, dass sie glaubt, dass alle Exponenten, die in die Medien kommen, lügen mm. oder einfach Blödsinn erzählen. Wir, akzeptieren, wir erwarten von denen, dass sie verstehen, dass die Massenmedien de facto alle gleichgeschaltet sind, egal ob bessere, fringe oder auch NZZ. Ja, ja. Wir, erwarten, ja, ich mir wir erwarten, dass die Universitäten Bullshit verbreitet. Mm. Wir erwarten, dass alles das oder fast alles, was über uns berichtet wird, nicht stimmt. Mm. Dass sie das durchschauen. Mhm. Wir erwarten, dass sie verstehen, dass es ein weltweites Programm ist, das da ausgerollt wird. Ja. Oder? Wir erwarten schon sehr, sehr viel. Ja. Wenn wir dann nach einem Jahr Aufklärung 40% erreichen. Und jetzt vielleicht halt fünf Monate später 45%, ist das kein Weltuntergang. Dann sind halt alle guten Dinge nicht zwei, sondern drei. Und dann gibt es Stoppimpfpflicht im Februar. Und dann packen wir es vielleicht rein. Ja, 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 vielleicht kommt der Stoppimpfpflichture. Ja, das das wäre schon mal ein Ansatz, oder? Aber die Impfpflicht, ja, das heißt ja, dass niemand darf diskriminiert werden, darf, wenn er sich nicht impfen lässt. Und das haben wir auch jetzt. Also wir werden jetzt mir nicht geimpfte, nicht zertifizierte, Gesunde. Mhm. Äh, Gesundheit ist ja gefährlich. Also die mir Gesunde ähm, werden da diskriminiert und das ist natürlich eine nochmal eine Volksabstimmung, die dann, dann noch drauf kommt. Ja. Vielleicht aber es hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg glaube ich drei Volksabstimmungen gebraucht. Vielleicht braucht es drei, vielleicht braucht es sogar vier. Aber mhm. irgendwann werden wir gewinnen. Mhm. Genau das ist die Einstellung. Also es ist so Stocktail-Stocktail-Paradoxon. Stocktail, ja. 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 genau das Schlimmste ja. erwarten und das Beste ja. zu hoffen dürfen mhm. Herz zu ja, überzeugt ja, genau. sein dass man gewinnen werden ja. aber zu befürchten dass es ewig wird dauern. sehr sehr lang ja, viel ewig länger nicht. als man es vorstellt e ewig nicht aber seit das, das ist die voraussetzung so viel Zeit haben wir Stut gar nicht da gibt es gar keine aber da ist war seit ja, okay. im Gefängnis sieben Jahre im, im vietnamesischen Gefängnis als Kriegsgefangene und er gesagt die Leute sind zerbrochen wo Immer gesagt, der Weihnachten gibt es namen nicht Namenestein. Ja, ja, Am 4. Juli gibt es den Und quasi, dass man uns einfach darauf einstellt, dass es das ein, ein schier endloser Kampf wird, aber die Überzeugung ja. nicht verlieren, dass wir werden gewinnen ja, Und das werden. Und dass wir gewinnen, mhm. da ist so tief in mir rein. Das ist unglaublich. Bei mir auch, tief in mir. ja, total. Bei mir auch. Ja, mhm. ja. ja das ist noch interessant. Oder? Ich bin ja sehr gottgläubig, wie du weißt. Also, äh, ich werde wirklich geleitet, ich fühle mich richtig geführt. Gerade in letzter Zeit fühle ich mich wirklich richtig geführt. Es also kommt genau immer das an mich her, was ich, äh, was ich brauche. Das ist unglaublich. Das ist wunderschön. Und die Erfahrung kann man auch nur dann machen. Also, ich bin erst so weit gekommen zu dieser Erfahrung durch das hundertprozentige Vertrauen in die Schöpfung. Du kannst dem auch immer sagen, wie du willst. Oder? Also einfach das Vertrauen, und die Angstlosigkeit vor dem Tod die, die macht dich so stark, dass dich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, nichts mehr aus der Fassung bringen Das finde ich auch noch ein, etwas Wichtiges für alle Menschen, dass sie das einmal zuhören, das zu erfahren. Das hat jetzt nichts mit der Kirche zu tun, oder? Also ich bin da überhaupt nicht konstitutionell bei einer Kirche. Oder bei einer, weiß Gott, Freichille und was es da alles gibt. Das ist ja meistens ganz umgekehrt, was man dort erlebt die sind ja für alles da und so, sondern einfach das Vertrauen haben, dass ich, dass mir nichts passieren kann dass ich in mir selber so gestärkt bin und so in der Mitte bin und so, vertraut, so ein starkes Vertrauen haben, dass da einfach gar nichts passieren kann passieren, dass ich keine Angst vor der oder vor 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 Konkurs oder was auch immer, oder? Also einfach das Vertrauen in sich selbst, das ist etwas extrem wichtiges, das sehe ich bei vielen Menschen einfach nicht, da sehe ich nur Angst. Und, ist und Angst so schaut das Hirn aus. Man kann es schlecht diktieren, entweder man hat die Erde Entweder man hat das, aber das, dann muss man sich doch als Mensch, also das ist meine, auch meine Botschaft, wirklich, ein Mensch, der das noch nie erfahren hat oder wo die Erfahrung vielleicht mal gemacht hat, schlecht, und schlechte Erfahrungen gemacht hat damit oder, oder nicht weitergekommen ist, der soll sich auf den Weg machen, weil das so, Erstens, so wird man ja erwachsen. Erwachsen heißt ja, ich stehe für mich ein. Ich habe ein Vertrauen in mich, ich habe Vertrauen ins Leben, ich habe Vertrauen in die Schöpfung, in die Pflanzenwelt. Warum funktioniert die Pflanzenwelt so, wie sie funktioniert? Warum kommt ein Baum jeden Frühling wieder neu und macht wieder neue Sprossen? Also, die Natur macht es uns ja vor, wie wir Vertrauen haben der Baum hat Vertrauen, sonst würde er nicht im Frühling wieder, wieder wachsen. Da muss irgendeine Kraft da sein, wo man Vertrauen haben. Kann. 100 Vertrauen? Ich weiß nicht, es gibt so viel Elend gerade an der Ränder oder an der Baumgrenze. Kann der Baum nicht mehr so viel Vertrauen haben, dass er, ja, natürlich. Dass er gedeiht und ja, dann stirbt er halt, oder? Dann stirbt er. Also die Konsequenz vom Leben ist der Tod. Da ist aber kein CVG, keine frohe Botschaft da. Ja, ja. Ja, das ist einfach eine Tatsache. <laughs> ich meine, du bist Christ, dann glaubst du das ewige Leben? oder das Nein! Ich glaube, Christ ist das ewige Leben. Ja, klar. Ach, Jesus schon? Baby ist am Warten auf das Witter Ja, also der Jesus schon, aber wir nicht. Wir sind ja nicht Jesus. Nein, wir werden ja wieder auferstehen und dann zu seiner linken und ja, rechten sitzen. Ja, also an die also, Wiedergeburt meinst du, Ja, das glaube ich schon auch. ja. Also ja. ich bin mehr, mehr Buddhist als Christ. Ich jetzt. Ich bin mehr Buddhist. Ich glaube, jetzt, ich bin ja sieben Jahre in Thailand gsi. Also, als Jesus Baby das ist mir nicht so wichtig? Als Jesus Baby ist mir nicht wichtig. Was ist das für eine Frage? Ich ist Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Das habe ich mich auch schon gefragt und habe schon viele Diskussionen über das Thema geführt und äh, ich glaube nicht, dass jemand einfach eine Sünde kann sterben für Sünde von anderen, sondern jeder, der gesündigt hat, muss halt selber irgendwie, glaub, mit diesen Sünden fertig werden oder muss muss selber. Mhm. Der kennt erlangen, sehr lange, dass es überhaupt eine Sünde ist. Dann glaubst du eigentlich der, der Urkern von dem, was zumindest erzählt wird, was der Urkern von der Bibel und vom Christentum ist, dann glaubst du das eigentlich nicht? Der Urkern, also dass es einen Jesus gibt, dass es eine Erlösung kann geben, dass es äh, also vieles aus der Bibel glaube ich schon, oder erfahre ich selber. Ich, ich glaube eigentlich, grundsätzlich glaube ich sowieso nur etwas, wenn ich selber erfahren oder gesehen habe. Hast du? Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht. Ja. ja. Aber ich sehe nicht. Jeden Tag. Weil erfahren ja. geht aber wenn du ihn gesehen hast, dann gehörst du die Psychiatrie, oder? Nein, warum? Wege, also, da bist ja der ganze Bundesrat der Psychiatrie. Ja, da behauptet er Sachen, die er noch nicht gesehen hat. Ich Nein, ich war ein bisschen zugespitzt. Also, es gibt NATO-Erfahrungen. Es gibt Menschen, die haben Bücher hm. geschrieben und behaupten, sie hätten Jesus gesehen. Oder? Einfach, ja. also, da sie sie hätten gerade gewusst, dass sie Jesus und so. Also, mhm. also wer, 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 wer kann sich anmassen, zu behaupten, dass das nicht so kann sein kann? Also, ich glaube nicht, dass wir ein, ein Wüsten-Nomad, der vor 2000 Jahren unter ominösen Umständen gestorben ist, <laughs> wir, irgendwie aus dem Jenseits raus kann erscheinen i in Hippie-Gewänder <laughs> oder im Mittelalter wären wir mit dem Schwert Gottes bewaffnet gewesen, während der Kreuzzüge. Mhm und mir irgendetwas über das Leben kann erzählen kann, was für mich irgendwie offen, eine Offenbarung wäre. Ich glaube... Ich sehe das ein bisschen anders. Aber ja... Also, der, der Buddha gibt es ja auch zum Beispiel. Ja. Das ist, der, ist, der hat ja existiert. Ja, und, das und kann sein. Das ist ein, ja auch ganz, ein ganz spezieller Mensch gewesen. Ja, das war also ein Hippie, mit, mit Hippie, Betonung auf Mensch, oder? <lacht> <lacht> mit Betonung auf Mensch, ja. Also ja, das aus Fleisch und Blut. Ist nicht göttlich, ist Jesus göttlich. Jetzt können wir da in diese Person Ja, ja, jetzt können wir. Also ich will nur sagen, einfach das Vertrauen. Also das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in sich selber, das Vertrauen in die eigene Kraft sehe ich als etwas und sehr das Wichtiges. Dass, das dass man halt auch den Widerstand leisten kann. Ja. So weit okay. sind wir dann noch längstens nicht. Es ist ja noch kein Mensch vom Widerstand bis jetzt gestorben oder erschossen worden. Also ist es ähnlich selten wie eine corona zu sterben? Ja, also ich, wenn ich mich impfen lasse, ist es wahrscheinlich Unfall, im Moment also viel, viel größer. Also, jetzt, Moment, das waren doch mal Fehlinformationen. Gewesen. Ja, Entschuldigung, das ja. war natürlich Satire. Jetzt wieder. Ja. Ja. Nein, aber man muss aufpassen, jetzt ja, kann ich hier nicht mehr senden. Also aber das, das ist einfach, also meine, meine Hauptbotschaft ist, dünn Widerstand leisten und macht das wirklich täglich und macht das ganz persönlich. Und mhm. wenn ihr das nicht könnt oder wer das nicht kann, dann sollte sich auf den Weg machen, um diesen Widerstand zu leisten. Mhm. Weil es ist nur am Anfang ein bisschen eine Überwindung. Das ist wie wie kalt duschen. Zum Beispiel. Ich dusche immer kalt. Also zuerst warm, oder? Mit äh, Shampoo und so. Du hast auf den Luft. Und vorbereitet. Nein, nein, das mache, ich, das mache ich einfach wegen meinem Immunsystem. Auch. Das, mhm. Ich habe gemerkt, dass das sehr gesund ist. Und am Schluss kann ich einfach ganz kalt einstellen und nachher über den Körper, schnell, auch über den Rücken. das ist ganz wichtig, weil das ist es am mühsamsten. Und jedes Mal macht es hier nicht Ich habe das von Daniel Ganzser übrigens. Daniele Ganzer hat diesen Tipp mal in einem Vortrag gegeben. Und ich habe das gerade umgesetzt. Und ich muss sagen, er hat recht. Das ist wirklich cool. Probieren probiere zum Beispiel mal so, oder? Widerstand gegen sich selber ist das. Weil das Hirn macht fast Panik. Ui, jetzt stirbst du, das also, wird halt und was ist das weh? Wow und uh. Also das Hirn spielt wie verrückt. Das kommt immer wieder, ja, nein, heute jetzt nicht. Oder mhm. so Eine innere Stimme, heute nicht, nee, komm, lass es heute mal sein. Nein. Mhm. Das einfach immer machen und sich über die innere, ja über die innere Stimme, die immer nein sagt, sich hinwegsetzen. Ja, das macht einem auch stark. Ich habe das ähnlich gemacht früher. Ich bin immer schwer aus dem Nest rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, wie immer in den Wecker stellen, springe ich auf und gehe gerade unter die kalte Dusche. Ja, cool. Und das tönt brutal, aber das ist nur ein paar, paar Mal brutal. Ja, genau. Und dann stehst du den Wecker ab und du bist wirklich eine Sekunde. Jetzt bin ich heute gerade vor zwei Sekunden mit 50. Gehe ich in zwei Sekunden. Ich mache es nicht. Heute schlafe ich aus. Ich nicht mehr in den Wecker stellen das ist ein Privileg von StrickerTV. Ja, ja, das ist schön. Aber aber äh, das habe ich lange auch gemacht und ich glaube auch, dass die Nietzsche Recht hat, dass er gesagt hat, man sollte jeden Tag etwas machen, wo man sich mal überwinden, genau. etwas unbequemes genau. machen, richtig. Egal was es eigentlich ist. Das hat unsere Gesellschaft definitiv verloren, Also viele, nicht mhm. viele, ich sage jetzt Mehrheit, hat genau das verloren, genau das, was du sagst, Disziplin, völlige Disziplinlosigkeit im eigenen Leben. Mhm. Und ohne Disziplin wird man nicht erwachsen, Punkt. Das ist wie der Bundesrat. Haltet Abstand, trägt Maske. <laughs> Nein, natürlich, das ist aber die Falschdisziplin. Das ist oder? klar, eine von innen her Das ist nicht eine Selbstdisziplin. Wo, wo gewollt, gewünscht genau. innen her. Das ist nicht eine Selbstdisziplin, sondern das ist einfach eine aufdoktroyierte Angstmacherei mit Androhung von ernsthaften Nachteilen. Mhm. Das hat nichts mit Disziplin zu tun. Disziplin mhm. heisst zum Beispiel, wenn ich Diabetiker bin, kein ich essen. Oder wenn ich adipös bin, äh, auch kein Schocke essen, nichts Süßes essen, auf Gesundheit achten, Sport treiben. Ich habe früher sehr wenig Disziplin als Jugendliche. Ich musste mir das hart müssen erarbeiten. Darum kann ich jetzt so gross, eine große Klappe führen über das Thema. Mhm. Ich habe mir das müssen aneignen. Natürlich auch in der Polizeischule. Das wird dort auch verlangt, dass man Disziplin hat. Selbstdisziplin. Oder? Dass man selber gewisse Sachen macht. Aber auch dort kommt es wieder vor. Ich meine, die Disziplin von innen. Aber, äh, ja, die Motivation all, von innen kommt. Ja, genau. Oder Dass ich mir das nicht alles antue, sondern dass ich ein eigener Mensch bin mit einer eigenen Meinung. Und dass ich Pflicht. Heute ist Widerstand Pflicht. Äh, das ist nicht eine Option, sondern eine Pflicht. hätte hat schon der Mahatma Gandhi und andere Freiheitskämpfer gesagt. Mhm. In solchen Zeiten wird der Widerstand zur Pflicht. So ist die Gesellschaft als Ganzes verloren. Mhm. Und das braucht Disziplin. Hannah Arendt hat ja gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Genau richtig, genau. Ja. Genau, ja. das schafft keine Ausrede nach Hanne. Nein, ja. genau. So mit Anna Arendt aufhören. Oder ja, das finde ich sehr schön, wenn wir dann mit Anna Arendt aufhören, ja, genau. <laughs> Sie hat eine sehr wichtige Botschaft gehabt, ja. Gut. Und du kommst wieder, oder? Wenn die Abstimmung durch ist, egal, ob wir feiern oder traurig sind. Ja. Lass ähm, dich Ja, je nach Thema. Oder, oder? schwingst du mhm. auf die Halle. Ja, klar. <laughs> ja, das ist sowieso. Ja. Also je nach Thema einfach. Mhm. Ja, ich finde es einfach aber ich, ich kann gar nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen, dort einfach Widerstand leisten. Und das ist extrem wichtig und eine Pflicht. Mhm. Und mit dem verändert sich es, oder? Und das muss jeder selber machen. Und da gibt es ja viele Hilfsmittel, da gibt es eben Graswurzel, da gibt es viele Gemeinschaften, da gibt es äh, wir für euch, für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, also für den öffentlichen Dienst, da gibt es so viele, für Lehrer, für Kinder, so viele Organisationen mhm. mittlerweile aus unserer Bewegung, die hier unterstützen können. Ich habe noch ein Werbung für Graswurzel, das ist schon graswurzeln.ch, Graswurzel genau. In Schweizerdeutsch geschrieben eigentlich, genau. Genau. Und dort gibt es schon fast die allen Aha, Regionen. Doch nicht. ist das Graswurzel, doch? Nein, Graswurzeln. Gras ich weiß, nicht, ob es richtig geschrieben ist, aber jetzt ist es ja, da. Genau, ja, genau. Da kann man sich melden. He. Gemeinschaft von unten. Das muss, eben von unten und, das muss von unten kommen und darf nicht von oben kommen. Ganz schöne Seite. Super oh, schöne oh, schon viele, viele, viele Örtchen. He. Ja, ja, sehr viel. Ja. Nur das Wäschland fehlt. Sehr viel. Und weißt du, für den Gebirgskanton ist das Klaus. Was ist das dort? Oh, ich der habe noch Der Kanton gibt es gar nicht, Schau, Da ist noch nicht Exklave. nazi Deutschland, schon wahrscheinlich. Nein. Argeau, nein, das ist schon Aargau, Hast du schon Kanton? Was ist nördlich <laughs> von dort? Da ist St. Gallen, dann ist das Klaus, oder? Schweiz, Klaus. Ja, aber klar, das ist doch ziemlich, ziemlich gut unterwegs. Ja, vielleicht ist es auch ein Software das weiß man dann Also genau. in der Schufruf, <laughs> Ali Glana gründet eine, eine Sektion Graswurzeln. Ja, ganz genau. Dort, wo es noch keine gibt, ja, gründet. Für unbedingt ist das ist dann nötig, dann haben sie wahrscheinlich relativ Ruhe. Oder? Ist das Schöne an diesen Graswurzelbewegungen ist, kommt der Widerstand von unten. Also, ja, es ist, natürlich hat natürlich auch mit Widerstand zu tun und vor allem eben auch den Aufbau von einer Parallelgesellschaft im Notfall. Oder? Dass man vorbereitet ist. Wir <laughs> müssen uns vorbereiten. Mhm. Wer sich jetzt nicht vorbereitet, der ist auch so ein bisschen naiv, finde ich. Genau. Und was wir jetzt nach der Abstimmung über Umwege in die USA, um dort ein zweites Standbein zu haben. Damit, wenn ich zurückkomme, ich könnte in der Schweiz bleiben. Aber das aber ist doch wieder eine Flucht, Daniel. Jetzt, jetzt ein... widersprichst du gerade selber. Dann komme ich zurück in die Schweiz. Und wenn es dann müsste sein, wenn es niemand anders geht, dann bin ich in einer Stunde packt, richtig Flughafen unterwegs. Aber das ist noch nicht eine Flucht. Ja, gut, okay. Das ist... vorbereitet. Ja, ja. Entschuldigung, ich habe dir ja? vorgegriffen. Entschuldigung. Oder <laughs> jetzt auch die Füße küsse. Gegenseitig Training, ich war eine schwere Fetischsendung. Darantino <laughs> hat die Folge. Hast du gewusst, dass Tarantino ein Fußfetischist ist? Oder? Nein. Weißt du, in jedem Film Anspielungen mit faulen Füßen. Ah, ja. ja. Okay. Ja, das gefällt dann. Es ja, gibt auch Oraläppchen-Fetischisten, habe ich gehört. Schon. Ja. Ja. Ja, die schauen immer auf deine Ohren und ja. wollen reinbeißen. Weil du alles weißt. Ja, geil. Gut. Aber über das Sexuelle Sexualleben, wir müssen es jetzt weiter auslösen. Nein. Das ist genau der andere nein, Gefühl, ja, ja, ja. hm. als aus dem Ohrläppchen Fetischismus. Bleibt alles Sexuelle am <laughs> Stefan Seiler geheim. Das ist so. Ja, genau, das bleibt alles geheim. Genau. Alles andere bleibt geheim. Das ist geheim. jetzt wirklich Privatsache. Ja. <laughs> Außer Dorleppli. Außer Dorleppli. Also, ich habe nicht von mir geredet. Ah, ah, okay. Entschuldigung, nein, 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 Also, nicht, dass da jetzt ein Gerücht <laughs> entsteht. Hey. Shit. Nein, nein. Zuschauerinnen und Zuschauer. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nein. <Tor> nein, <laughs> Aber ich habe, ich habe von einem gehört, dass es das gäbe. Der muss es ja. wissen. Der muss es wissen. Kommt genau. der mal in die Sendung, ist mal. Das ist ja immer gut, wenn man von einem etwas gehört, wo, von, von, von irgendeinem anderen etwas gehört hat, und dann wird man es als Wahrheit verkünden. Ja. Ich finde das immer sehr seriös. Sagt <laughs> <laughs> der Gründer von AWEL News. Genau. Okay. genau. Hey Stefan, danke für das Kommen. Und ich danke vielmals für die Ladung. Ich immer danke vielen Leuten, da ja, wo das als revolutionärer Akt gilt. Schön, es ist immer schön bei dir und vor allem jetzt in dem super Studio. Das ist ja hey. SRF, kann sich da gerade und der mache Also von den Finanzen her haben, und technisch sind wir SRF unterlegen, ja. aber Inhaltlich ah, okay. sie keine Chance. Nein, Inhaltlich <laughs> sie sowieso also keine Chance. Da. Genau. Ja, also wir haben das ist es Heute Abend so um vier Uhr äh, halb neun Uhr geht's weiter. Mit äh, den Leuten, die am Bahnhof in Schlumpfhausen äh, festgesetzt, abgeführt, verhaftet und verzeigt und eingebuchtet worden sind. Und äh, ja, dafür sind das also etwa sechs Stunden Gespräch mit Strickern. Und in der Zwischenzeit könnt ihr noch die Sendung schauen, die bis um halb zwölf Uhr gemacht habe. Ich glaube, die ist eine der besseren, die man mit Leuten teilen kann, die am anderen Ende die Debatte stehen. Danke vielmals, Stefan. Danke, liebe Wächter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Danke vielmals.